So, und damit einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Livestream. Außergewöhnlich am Montagabend. Ja, ich habe Zeit und ich habe Lust. Und ich würde sagen, wir spielen heute eine schöne Runde Victoria 3. Ich glaube, das kann sehr toll werden. Und wir haben mal wieder die berühmte Streamfliege gleich zum Start da. Die hat auch richtig Bock, wie es scheint. Schön, dass ihr da seid an einem ungewöhnlichen Streamtag für mich mit Victoria 3. Heute möchte ich mich mal nach Südafrika begeben. Die Kapkolonie unter britischer Regie, mit der wollen wir spielen und die wollen wir in die Zukunft führen. Ich bin mal gespannt, wie das werden wird. Ich kann es mir noch nicht so vorstellen. Mal schauen. Das wird sicherlich super werden. Erst einmal vielen lieben Dank an Platonius für das Abo. Im 14. Monat. Vielen lieben Dank, Platonius. Das ist echt schon eine lange Zeit. Die Zeit verfliegt. Goldschreibtisch und Castinho. Danke für eure Follows. Schön, dass ihr hier seid. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist denn noch alles im Chat? Wen lese ich denn da? Niki von Riva. Ave. Lord Sherrick. Salve. Pseudofee. Ich grüße dich. Hallöchen. Dadomeister ist am Start. Masterson und Saltaria. Hallo Gaius und Chat. Hallo Saltaria und gleich mal vielen Dank für dein Prime-Abo. Ich weiß, du kannst dein Prime-Abo bei so vielen tollen Streamerinnen und Streamern einmal im Monat lassen. Vielen Dank, dass du mich ausgewählt hast. Dankeschön. So, die Musik ist schon wieder überraschend laut. Ich mach's mal einen kleinen Ticken noch leiser. So, ich glaube, so könnte es angenehm für euch sein. Sagt mir, wenn es irgendwie zu laut, zu leise ist. Gebt mir gerne Feedback, aber ich glaube, so müsste es angenehm für euch sein. So, Ave Partykracher. Hallo, Viban Kremso. Mensch, jetzt kommen hier richtig Leute rein. Es kommt hier richtig. Nimmt ja hier richtig Fahrt auf jetzt hier für Victoria 3. Das freut mich. Das freut mich so mega. Viban Kremso. Was schreibt denn hier Castinho? Habe in der Vergangenheit immer mal wieder bei dir reingeschaut. Schon bestimmt über ein Jahr, aber nie einen Follow da gelassen. Schämen sollte ich mich. Das, hast du jetzt gesagt. Aber das ist eine Aussage, die man durchaus in die Welt hinaustragen kann, Castinho. Aber schön, dass ich dich dann schon seit einem Jahr hoffentlich toll unterhalte. Und du jetzt gesagt hast, jetzt ist es soweit. Nach einem Jahr gibt es ein Follow. Saltaria schreibt auf noch viele tolle weitere Multiplayer-Runden von Paradox-Spielen. Auf jeden Fall, Saltaria. Ich und Strategie-Ecke, wenn ihr aus dem Urlaub zurück sind, denke ich, werden dann auch schon wieder die nächste Paradox-Multiplayer-Runde planen und dann als nächstes steht in unserem Dreier-Kreislauf einmal im Jahr natürlich Crusader Kings 3, der Klassiker, das Flaggschiff wieder vor der Bühne, vor dem inneren Auge. So für ungefähr Oktober wird es wieder Game of Chords Staffel 3 mittlerweile geben. Staffel 3, das ist der Wahnsinn. Wieder mit tollen Streamern bestimmt. Positiv sehen, Ecke habe ich noch nicht abonniert. Ja, aber ein Follow und ein Abo ist nochmal was anderes, Castinho. Das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied. So. Gefollowt, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Genau, also Game of Chords im Oktober könnt ihr euch auf jeden Fall auch wieder drauf freuen. Ansonsten kurzer Ausblick, was ist diese Woche noch an Livestreams geplant. Der nächste Livestream am Donnerstagabend, da spielen wir Empire Total War weiter mit Sachsen. Das haben wir ja am Wochenende angefangen, das heißt mit Sachsen geht es am Donnerstag um 19 Uhr abends weiter. Da könnt ihr euch drauf freuen mit Empire Total War. Und am Freitag geht es weiter mit Dune Spice Wars und unserer Kampagne dort. Das hat mir nämlich auch Spaß gemacht, da will ich auf jeden Fall die erste Mission gewinnen, sage ich mal. Genau, das heißt, das ist der Plan für die Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich noch spontan am Sonntag was mache, aber ich habe mir gedacht, hey, ich muss auch mal wieder ein paar Videos für YouTube aufnehmen. Zum Beispiel zu Victoria 3 und auch zu ganz vielen Total War Spielen. Da brauche ich auch mal ein bisschen Zeit, deswegen vielleicht mal einen Livestream weniger und dafür wieder ein paar tolle Videos für euch, die ich aufnehmen kann. So, Masterson, aber weil Gaius bei Ecke gestreamt hat, hast du jetzt hier ein Follow gelassen. Schreibt Masterson. Na, die Urlaubsvertretung, bringt für jeden nur Vorteile. Hallo Tetri, aber ich grüße dich. Schön, dass ihr da seid. Okay, ansonsten, ich überlege gerade noch. Achso ja, bevor wir zum Victoria 3 reinstarten, nochmal der Hinweis. Ihr findet das mittlerweile auch in meinem Infopanel. Bei meinem Twitch. Also wenn ihr bei meinem Twitch-Kanal auf Info geht, dann gibt es ja diese Panels. No, da gibt es ganz viele Infos zu, was weiß ich, meinem Discord etc. Und da findet ihr jetzt auch einen neuen Panel.
mit einer Erklärung für das nächste große Multiplayer-Roleplay-Event, sage ich einfach mal so, in Corbor Nations of the Ultra Core. Da werden auch einige Streamer dabei sein und ihr könnt euch darauf bewerben, wenn ihr Roleplayer seid. Lest euch da gerne alles durch. Ich habe auch ein Infovideo auf meinem YouTube-Kanal zu Corborn gemacht. Und auf meinem Discord findet ihr auch vieles und könnt da auch Fragen stellen. Gaius vor Ecke gefunden. Mensch, das ist ja eine Ehre, weil ich ja eigentlich nach Ecke das Streamen angefangen habe. Hast du eigentlich noch Life is Feudal geplant oder ersetzt Corborn das? Ne, also Corborn wird es auf jeden Fall nicht ersetzen, Infinite Mesh. Ich glaube, Corborn wird auch nicht monatelang sich halten, also wenigstens auf keinen Fall über ein Jahr. Dafür ist es noch nicht zu weit entwickelt. Ich glaube, das wird was sein, da wird man jetzt einige Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate Spaß haben mit der Community zusammen, was aufzubauen und dann das zu spielen, eine ganze Zeit lang, und dann wird es auch, denke ich, irgendwann wieder ein bisschen enden, bis halt neuer Content dazu kommt bei Corborn. Life is Feudal habe ich auch noch durchaus mega Lust darauf. Da war ja eigentlich die ursprüngliche Idee mal gewesen, dass das irgendwie mit Strategie-Ecke gemeinsam zu machen. Aber ich glaube, Strategie-Ecke hat es jetzt erstmal nur für seine Patreon-Unterstützer gemacht. Deswegen ist das jetzt mit Life is Feudal erstmal noch auf der Warteschleife. Mal schauen. Wir können ja mal gucken, wie jetzt Corborn so läuft. Und vielleicht sagen ja dann viele bei Corborn, hey, wir könnten ja auch ins Mittelalter-Setting von Life is Feudal gehen. Mal gucken. Ja, läuft. Endlich mal eine Kleinmacht. Genau, Windhoek. Ich spiele aber sehr oft Kleinmächte. Ich kann dir gleich mal einen Überblick geben, was ich schon alles für Kleinmächte auf meinem YouTube-Kanal und hier auf Twitch gespielt habe. In Victoria 3. So, wir wechseln jetzt erstmal hier in die Ansicht und gehen mal hier ins neue Spiel. Sandbox. Natürlich Sandbox. Spielt irgendeiner von euch diese vorgefertigten Szenarien? Es spielt doch eigentlich jeder Sandbox, oder? Also wirklich mal eine Frage an den Chat. Würde mich mal interessieren, ob das anders ist. Bei jemanden. So, aber weil es hier gerade eben kam von Windhoek, endlich mal eine Kleinmacht. Ich habe zuletzt mit der Kleinmacht, mit der Winzmacht Hamburg gespielt. Das wäre sehr cool, mit Hamburg zu spielen. Ach, die hast du schon alle durchgeschaut. Okay, mit Texas hatte ich auch schon gespielt. Das ist ja auch wirklich eine Winzmacht, sehr klein. Jetzt überlege ich, mit wem habe ich noch gespielt, was eher eine kleinere Macht war. Ja, auf YouTube. Mein berühmtes Projekt mit der schwächsten Nation zum Start, mit der geringsten Nation, Rang 226 in der Welt, Bahrain, damit habe ich auch schon gespielt. Gut, Bayern würde ich jetzt nicht als Kleinmacht, also das ist offiziell eine Kleinmacht, aber mit Bayern haben wir auch schon gespielt gehabt. Was haben wir denn noch gespielt gehabt bisher? Mit Portugal mal ganz zu Beginn. In Italien habe ich natürlich auch schon öfter gespielt. Ein kleines bisschen mal in Südamerika. China würde mich echt nicht interessieren. Mit Japan haben wir gespielt, ist aber keine Kleinmacht. So, Bahrain war mega geil, das freut mich. Ja, es war ja dann leider so, dass der Spielstand kaputt war, deswegen konnte ich es nicht weiterspielen, was sehr schade war. Ach ja, natürlich, die legendäre Franken-Playlist, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem als Franke war das natürlich eins meiner Lieblings-Let's Plays auf YouTube, dass ich einfach mit einer Mod hier mit Franken gestartet habe. Das war auch sehr cool gewesen, tatsächlich. Ja, mit Preußen habe ich auch gespielt, das war aber keine Kleinmacht. Genau. So, Ice Storm. Oh doch, gelegentlich habe ich mal welche gestartet. Man hat ja wenig negative Effekte, auch ein paar Journaleinträge mehr. Ah, wegen den Szenarios. Okay. Interessant, Ice Storm. Szenario nur kurz gespielt am Anfang, um die Mechaniken kennenzulernen, mein Platonus. Okay. Ja. Gut. Wir wollen heute mit der Kapkolonie spielen. Rang 32 in der Welt, auch eine Kleinmacht und halt eine völlig andere Ausgangslage. Wir starten hier mit drei Provinzen, mit drei Regionen in Südamerika. Spielen die Kapkolonie, sind natürlich ein Untertan der Briten. Eine Snowball-Macht. Naja, eine Snowball-Macht ist ja eher. Also sagt man das, Saltaria, zu Großmächten? Sagt man das Snowball-Macht? Ist nicht eher eine Snowball-Macht, eine, ich sag mal, Mittelmacht, die dann snowballen kann und ganz groß werden kann? Wäre das nicht eher sowas? Oh, ich sehe übrigens gerade. Nee, das passt eigentlich so. Beziehungsweise ein bisschen so. Genau. Südafrika in Victoria 3. Richtig. Netzmurf, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Ich bin nicht so der Fan von Großmächten, um das vielleicht noch zu sagen. Also ich werde wahrscheinlich niemals Großbritannien spielen. Wir haben auch schon Schottland gespielt und ein Roleplay dazu gemacht. Das war auch sehr cool. Aber Großbritannien so, ich mag es nicht so Rang 1 oder 2 in der Welt zu spielen. Da fehlt für mich dann so das Spannende, die Herausforderung und das ist für mich eher so Verwalten. Auch Russland. Russland hat nur Spaß gemacht, weil es im Multiplayer war, aber boah, das war auch so riesig und das ist dann gefühlt nur noch Klicken und lieber spiele ich eine kleinere oder mittlere Macht. Wobei ich hätte auch mal vielleicht Lust, auch mal Österreich so ein bisschen historisch angehaucht zu spielen. Ja. Genau. So, aber gut, jetzt kommt die Kapkolonie, mit der wir spielen wollen. Also, wir haben zu Beginn 10 Bataillone und sogar eine kleine Flotte. Knapp 500.000 Bruttoinlandsprodukt, Rang 77 in der Welt, also sehr weit hinten. Knapp 800.000 Einwohner. Das sind weniger als in Hamburg zum Start, oder? Wie viel hat Hamburg? Ah, nee. Doch, warte mal. Nee, Hamburg hat 150.000. Ach, Hamburg war doch deutlich kleiner. Okay, also es ist schon größer als Hamburg. Ich habe irgendwie ans heutige Hamburg gedacht, aber natürlich war damals Hamburg viel kleiner. 35% Alphabetisierung, das ist natürlich ein Problem, dass wir so eine schlechte Alphabetisierung haben. Kulturen, Englisch und Burisch, das sind natürlich die Einheimischen, die Buren. Und vor allem ist dort Protestantismus Staatsreligion. Das ist eine Kronkolonie offiziell. Eine Kolonialverwaltung mit begrenzter Autonomie. Die Regierungsform nimmt eine Präsidialwahl-Machtübergabe an. Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer eine Art Gouverneur haben. Genau. Gouverneur Sir Benjamin de Urban. Oh mein Gott, der ist ja super unbeliebt. Ach du Schande, der ist grausam und unbeliebt. Da haben wir aber Pech zum Start, okay. Als ursprünglich niederländischer Handelsposten ist die Kapkolonie vor kurzem eine britische Kronkolonie geworden, wobei der Großteil der bisherigen Autonomie beschnitten wurde. Nun wachsen die Spannungen zwischen der britischen Krone und dem Burenstaat im Norden, während im Osten die Macht des Zulu-Reichs wächst. Wie wird die Kronkolonie die kommenden Konflikte überstehen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir werden als Marionette der Briten starten. Sehr schön. Ah, vielen Dank für den Command, Platonius, für Corborn. Dankeschön. Sehr schön, sehr, sehr gut mitgedacht tatsächlich. Wurde auch direkt mal ausgenutzt von Castillo. Sehr schön. Goldschreibtisch schreibt, wie will man dann Nummer 1 werden, wenn man schon die Nummer 1 ist? Das kann ich nachvollziehen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen. Da fehlt für mich so ein bisschen der Aspekt. Dass ich mitdenke, ist ja nicht neu. Das stimmt, Platonius. Vielen Dank. Ich will mich trotzdem bedanken. So, schaut mal hier, das ist Kapstadt. Das ist ziemlich cool animiert, wie ich finde. Ich überlege gerade, ich hatte meine Facecam, glaube ich, immer so ein bisschen mittig rechts. Ich werde das mal kurz ändern. Weil hier links passt das irgendwie nicht. Ich habe es, glaube ich, immer so hier gehabt. Jetzt ist natürlich das verschoben. Kleinen Moment. Ja, jetzt passt es, glaube ich, wieder, ja. Was für Magie hier wirkt, dass ich so mitten im Bild bin. Und wir drehen mich einmal kurz. Kleinen Moment. Weil jetzt schaue ich ja einfach ins Leere, das wollen wir nicht. Jetzt schaue ich in eure Richtung. Mehr oder weniger. Servus Galbus, habe mal kurz das Corborn-Video überflogen. Leider habe ich nichts von einem groben Zeitplan gehört. Ich bin leider genau die 2 Wochen im Urlaub, würde dann aber gerne danach noch einsteigen. Oder denkst du, dass es bis dahin schon vorbei ist, also Anfang August circa? Also wir haben schon einige, ich habe schon in dem Video auch einige Termine genannt, wo wir auf jeden Fall Livestreams haben werden. Ich habe es leider, das wäre schlau gewesen, das bildlich zu zeigen. Ich habe es nur immer dreimal oder so gesagt, diese Termine. Du findest die Termine auch auf meinem Discord, dort wo auch unter der Kategorie Corborn Bewerbung angeheftet ist. Genau, der letzte war Anfang August, richtig. Das sind halt jetzt erstmal die, die wir geplant haben. Wir müssen einfach schauen, wie es läuft bei Corborn. Wir wissen es noch nicht. Kann sein, dass es nach 2, 3 Wochen, dass die Luft schon raus ist. Wäre aber auch cool, wenn es einfach ein paar Monate vielleicht geht. Ich weiß es nicht. Du kannst dich grundsätzlich. Ich überlege gerade, wie wir das dann am schlausten machen. Wenn du dann erstmal weg bist, machen wir es doch so. verfolg dann gerne das Projekt. Und melde dich gerne auch im Nachgang dann einfach. Wenn du merkst, hey, es läuft noch weiter und ich hätte jetzt Zeit, dann schreib uns einfach mal im Discord an oder so. Dann können wir dann vielleicht auch im Nachgang noch was machen, wenn es noch weiterläuft. Goldschreibtisch, danke für dein Prime-Abo. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Jetzt sind wir bei insgesamt wieder 50 Abo-Punkten. Vielen Dank dafür und insgesamt 45 Abonnenten. Danke, danke. Wir sind auch aktuell bei 5.930 Followern. Vielen Dank für die Unterstützung. So, Kapstadt.
98%, das gefällt mir aber nicht. Wir sind natürlich im britischen Markt. Wir müssen hier erstmal schön die Gegend uns anschauen. Das ist sehr ländlich geprägt. Aber wir haben auch einige Berge hier, ne? Das ist auch sehr berglastig. Hier an der Küste haben wir vor allem noch einen Weg zu Port Nollet. Das haben wir hier im Osten. Da haben wir den Hafen George. Natürlich einfach mal nach King George benannt. Das war übrigens der König, der während dem Unabhängigkeitskrieg der USA in Großbritannien gespielt haben. Kleiner Hinweis, ich habe ein Let's Play auf meinem YouTube-Kanal in Empire Total War gestartet. Da spiele ich den Unabhängigkeitskrieg mit den 13 Kolonien nach auf schwer. Für alle, die das interessiert. Port Elizabeth gibt es hier auch. Grahamstown. Okay. Und dann haben wir eine Grenze zu Zulu oder Sulu. Die haben 15 Bataillone. Und Oranje, die haben 4 Bataillone. Die sind ziemlich schwach. Oranje wäre so ein erstes Ziel, wo ich sage, das könnte sinnvoll sein, denn da gibt es doch... Da gibt es kein Gold. Ich dachte, da gibt es Gold. Kommt das später erst noch? Hä? War hier nicht Gold? Informationen. Das wird, glaube ich, erst noch entdeckt dann, oder? Weil da war doch immer Gold. Da war doch immer Gold. Gold wird erst gefunden und kommt noch, genau, ne? Dachte ich es mir doch. Ich finde es ja auch cool, dass sie hier die Karte so ein bisschen verändert haben. Früher war das so, dass Portugal hier alles gehört hat. Jetzt gibt es hier noch Gaza. Das ist auch eine Nebenmacht, ein Fürstentum. Und Marawi, das ist aber keine Nebenmacht. Das ist was kolonisiert werden kann. Genau, und Portugal hat hier, ist ein bisschen nur noch an der Küste, was auch Sinn macht. Okay, wir machen gerade zu Beginn gleich mal Minus. Das ist ja schon mal grundunsympathisch. Wir müssen halt auch einfach mal 1000 Gold an die Briten abdrücken. Das erinnert mich an unser Schottland-Spiel. Da waren wir auch eine britische Marionette. Haben wir ein Ziel mit dem Projekt? Nun, also, wir können uns jetzt zu Beginn einige Ziele selbst stecken. Ich meine, ein Ziel wäre, glaube ich, Unabhängigkeit von den Briten. Irgendwann. Nicht jetzt, aber irgendwann. Ein unabhängiges Südafrika. Können wir denn Südafrika hier gründen? Gibt es das bei Kulturen? Halt. Nee. Was? Man kann hier keine Nation gründen? Das ist aber schade. Man kann kein Südafrika gründen? Wirklich? Journal? Huh. Ich sehe wenigstens nichts. Das ist aber schade. Aber gut, wir wollen auf jeden Fall unabhängig von den Briten werden. Wir wollen so den Süden Afrikas unter unsere Kontrolle bringen. Natürlich hier auch... Ja, ich bin schon Südafrika, aber es heißt ja Kapkolonie. Also ich hätte gerne einen anderen Titel, weißt du? genau. Und dann einfach so ein bisschen Südafrika so unter unserer Kontrolle bekommen. Also auch kolonisieren natürlich dann und so weiter. Ja, entschuldigt. Das wären auf jeden Fall die Ziele. Ziel Kommunismus? Nein. Das so politische Ziele, das muss ich nach Gefühl machen, wie es gerade passt oder wo ich dann Lust drauf habe. Gute Idee mit Kommunismus. Das können wir uns ja am Ende noch überlegen, ob wir dann noch in den Kommunismus gehen wollen vielleicht. Jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen realistisch als ein Gouverneur die Kolonie führen. Erstmal müssen wir uns eine Technologie überlegen. Die Frage ist, was ist... Ich sag mal, am Anfang ist Militär hier nicht so wichtig. Wir haben jetzt eher schwächere Staaten. Das heißt, Militär brauchen wir erstmal nichts forschen. Als ich bei mir Frankreich als die Kapkolonie geholt hat, wurde es automatisch in Südafrika umbenannt. Ah, vielleicht müssen wir einfach unabhängig von den Briten werden und heißen dann Südafrika. Das kann ja sein. Ich glaube, Pharmazeutika möchte ich mir erstmal holen. Oder haben wir schon eine Gesundheitsvorsorge? Schauen wir uns erstmal die Gesetze an. Nein, wir haben noch kein Gesundheitssystem. Perfekt. Wir haben eine Präsidialrepublik. Wir könnten aber auch einfach eiskalt zu einer Monarchie wechseln, aber das muss nicht unbedingt sein. Oder zu einer Theokratie, das wäre kirchlich angeraumt. Als Kap-Kolonie muss man natürlich den Kapitalismus frönen. Das finde ich auch gut. Oh, wisst ihr, was mal politisch mega spannend wäre? Das, ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Die Technokratie. Das sind so die grauen Herren, die da herrschen. Die Nation wird von einem nicht gewählten Rat von gebildeten und fähigen Menschen regiert. Das wäre so das... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, Anarchie nicht. Anarchie nicht. Aber das wäre so... Ich weiß auch nicht.
gebildete und fähige Menschen, das hört sich so. Oder natürlich ein Einparteienstaat, das fände ich auch mal interessant. Also die beiden Sachen will ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Das fände ich ganz, ganz spannend. Wir können ja mal schauen, wo der Weg uns hinführt. Jetzt sind wir erstmal eine Autokratie. Ein Partei wäre Nordkorea, das ist mir bewusst, genau. Also wir haben noch Rassentrennung. Zum Glück keine nationale Überlegenheit. Staatsreligion haben wir den Protestantismus. Oh, wir haben sogar keine Erbverwaltung mehr, sondern schon die eingesetzte Verwaltung. Wir sind sehr vorbildlich. Gaius Julius Caesar findet Republiken und Demokratien schlecht. Wer hätte es gedacht? Na, aber ich muss ja gestehen, die Römische Republik fand ich immer interessanter als das Römische Kaiserreich. Immer. Aber weil da konnten halt auch noch die Personen von sich heraus an die Spitze kommen als Konsul. Klar, im Kaiserreich gab es auch so bestimmte Möglichkeiten, aber es ist für mich einfach anders. Gebildete und fähige Menschen, Chat, ich glaube, er meint uns, meint Antimax. Ja, dann könntet ihr über die Kapkolonie herrschen. Wie wäre denn das? Der Chat herrscht dann. Oder ihr seid dann die eine Partei, der Chat. Wir haben schon eine Berufsarmee. Kein Amt für Inneres, okay. Interventionismus, damit kann ich erstmal gut leben. Wir brauchen jetzt nicht sofort Laissez-faire. Merkantilismus, da möchten wir vielleicht irgendwann Protektionismus haben, aber das ist erstmal in Ordnung. Oh, Grundsteuer, das ist aber unangenehm. Also da können wir auf jeden Fall noch was rausholen, indem wir die Kopfsteuern einführen. Aber keiner will die Kopfsteuern haben. Kleinbürger, Streitkräfte, Landbewohner und Industrielle würden das alle billigen. Ja, Grundsteuern, Herr Fun. Ja, Geld wird ein Problem werden zu Beginn. Pachtbauern haben wir, ganz klassisch. Wir haben kein Kolonialamt. Das will ich natürlich auch einführen. Das würden ziemlich viele unterstützen. Nur die Landbewohner sind dagegen. Wir haben noch die örtlichen Polizeidienststellen. Da brauchen wir auf jeden Fall die Berufspolizei dann irgendwann mal. Kirchenschule können wir erstmal lassen. Gesundheitssystem, daran arbeite ich. Wieso kann ich eigentlich jetzt kein Gesundheitssystem einführen? Aha, das will irgendwie keiner. Okay. Aber wir wollen ja eine öffentliche Krankenversicherung, deswegen erforschen wir Pharmazeutika. Oh, wir haben sogar noch Zensur. Kein öffentlicher Dissens gibt es auch noch. Keine Arbeiterrechte, Kinderarbeit, Vormundschaft. Also wir sind hier schon noch sehr rückständig. Und Migrationskontrolle. Okay. Warte mal, was bedeutet nochmal für die ganzen Profis unter euch? Migrationskontrolle, können dann andere Leute von uns, also zu uns einwandern? Hier steht ja jetzt, diskriminierte Pops dürfen nicht emigrieren. Das würde aber bedeuten... Warte mal, würde das bedeuten... Kultur. Würde das bedeuten, nur Engländer und Buren dürften bei uns einwandern? Oder gilt das nur für die Leute, die wir schon bei uns haben? Dass dann halt alle, die diskriminiert sind, nicht innerhalb unseres Landes woanders hin dürfen, beziehungsweise nicht raus dürfen. Das wäre mal spannend. Die Holländer als Marionette haben, wäre ein gutes Ziel. Die Holländer als Marionette. Sozusagen als Flashback, weil es einst eine niederländische Kolonie war. Die haben sich dann so weiterentwickelt, dass sie am Ende die Niederlande als Kolonie führen. Das hat auch was Witziges. Wir müssen mal schauen, ob wir das schaffen. Halbblutjurist. Gucken wir mal. Okay, Forschung haben wir gemacht. Was haben wir hier? Unser Marktzugriff ist leider bei allen drei Gebieten gering. Vermutlich müssen wir einen Hafen bauen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal in aller Ruhe die Gebiete an, die wir haben. Ja, die Briten als Marionette, das werden wir niemals schaffen. So realistisch müssen wir alles sein. Wir haben Fisch, Weizen, ein paar Bauernhöfe und einen Hafen. Ich würde halt den Hafen eigentlich ausbauen wollen. Der ist auch schon ein Frachthafen. Oder wir bauen einen zweiten Hafen in Ostkap. Ein Hafen kostet halt immer auch ordentlich Geld. Ist die Frage, ob wir uns das Geld leisten können, wie viel uns der Hafen kosten wird. Der eine Hafen kostet 256, das müssten wir schon hinbekommen. Ich werde jetzt mal im Osten noch den Hafen, glaube ich, bauen. Hier haben wir noch Viehhöfe, Weizenfelder, das ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Und hier haben wir ein Goldfeld im Hinterland, im Nordkap gibt es ein Goldfeld. Das ist erstmal schön. Und da können wir auch noch Eisenminen ausbauen. Also Eisenminen, Holz, Kohle, es gibt ziemlich viele Ressourcen, also da sind wir ganz gut aufgestellt. Schauen wir uns mal kurz unseren Finanzhaushalt an. Wir machen echt viel Minus.
Die Frage ist, wollen wir zu Beginn schon einen Krieg führen? Dann werde ich jetzt die Militärgehälter nicht runterbrechen lassen. Aber ich glaube, wir könnten die Regierungsgehälter mal senken. Das finden zwar jetzt die Intellektuellen und die Kleinbürger nicht so toll. Wir würden uns aber auch echt nicht viel Geld sparen, sehe ich gerade. Das wäre nicht viel. 62. Wir haben halt Tausende. Wir sind Tausende minus. Wir brauchen eine Verbrauchsteuer. Oh Gott, da kriegen wir aber auch nicht viel. Ah, die kosten aber nicht so viel. Die sind irgendwie günstiger. Dann holen wir uns nochmal die Kleidung. Als Verbrauchssteuer. Und Spirituosen. Und ja, Dienstleistungen, dann kann ich aber nichts anderes mehr machen. Das gefällt mir überhaupt nicht mit dem Defizit, mit dem Gelddefizit. Ich will halt auch nicht meine normalen Steuern erhöhen. Das könnte ich, dann wäre ich im Plus, aber das will ich eigentlich nicht. Die Frage ist, ob wir schon zu Beginn einen Erlass machen. Eine grüne Graskampagne in die Kapkolonie. Machen wir das mal. Ah, schau mal, dann habe ich immer noch 100 übrig. Jetzt sind die Erlasse auch sehr billig. Was ja eigentlich erstmal ziemlich gut ist. Dann machen wir mal die soziale Durchlässigkeitskampagne hier auch noch rein. So, perfekt. Okay. Oh, interessant, Platonius. So. Jetzt, wie erwähnt, wenn wir erstmal auch einen Safe anlegen. Nicht, dass das Spiel mir hier mal abstürzt. So. Sulu hat ja eine etwas größere Armee, aber hier Oranje. Was haben denn die für Truppen? Uneinheitliche Infanterie und so weiter. Das ist ziemlich schwach. Wie sieht es mit unserer Armee aus? Ja, wir haben hier schon Artillerie. Aber, oh, warte mal. Wir haben noch uneinheitliche Armee. Aber wir haben schon Artillerie. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ach verdammt, warte mal, wir sind eine Marionette, oder? Wie war denn das? Als Marionette dürfen wir gar keine Diplomatie-Spiele machen, oder? War das nicht so? Das Klientellandabkommen erlaubt es dem Land, seine eigenen Diplomatie-Spiele zu beginnen, oder das Land ist kein Klientelland. Ah, das ist natürlich, das ist halt richtig knifflig. Das heißt, wir können keinen Krieg führen und nichts erobern, weil wir eine Marionette sind. Als Dominion wäre es einfacher auf jeden Fall. Das heißt, wir werden keinen Krieg führen können. Außer den Unabhängigkeitskrieg. Ja, ja, Krieg mit England ist unausweichlich. Aber wann und wie? Also, warte mal, wie viele Interessen können wir denn erklären? Warte mal. Bin ich gerade blind? Ah ja, hier. Ich bin blind. Ja, ein Interesse. Naja, dann würde ich sagen, ein Interesse vielleicht mal irgendwie irgendwo, wo Frankreich ist. Also ich glaube, Frankreich könnte uns am ehesten gegen die Briten helfen. Ja. Reicht es nicht aus, dass wir irgendwo ein Interesse machen, wo auch jemand anderes ein Interesse hat? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich mache jetzt trotzdem mal Südfrankreich. Als Interesse. Okay, aber das heißt, wir werden jetzt eine ganze Zeit lang keinen Krieg führen können. Dann rüste ich meine Armee ab, um Geld zu sparen. Da sparen wir tatsächlich gleich mal einiges an Geld, sind jetzt bei minus 60. Jetzt ist die Überlegung, wollen wir noch ein paar Leute auf die Straße setzen und die Kaserne um 1 noch reduzieren? Vielleicht nicht in unserem Hauptgebiet. Hier. Reduzieren wir mal. Ah, ich reduziere gleich um 2. So, dann machen wir jetzt Plus. Bekommen auch ein paar Loyalisten.
auf unsere Seite und ein paar Radikale direkt. Ja, wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir hier keine besseren Beziehungen bekommen. Mit diesen Nationen. Ja, die verbessern nämlich schon die Beziehung mit uns, weil wir wollen ja langfristig mit denen noch Krieg führen. Heißt, wir beschädigen jetzt die Beziehungen. Sobald wir das Interesse haben, verbessern wir mit Frankreich. So, hier haben wir sowieso schlechte Beziehungen mit Transvaal, das ist in Ordnung. Mit Portugal könnten wir auch mal Beziehungen verbessern erstmal. Aus dem Herzen des Meeres, an den Häfen der Kapkolonie hat sich ein neuer Admiral vorgestellt, der von allen freudig bejubelt wird. Doch auch der Neffe von Thurl Rusuf, hat ein gesteigertes Interesse an dem Titel angemeldet. 2% der Arbeiter werden loyaler. Ja, das machen wir mal. Die Männer werden ihm folgen. Wir haben jetzt einen Admiral. Adrianus Stane. Ein Pazifist als Admiral. Das ist auch Ironie dieses Spiels. Goldreserven haben wir 49.000. Okay. Den Hafen zu bauen, das wird jetzt schon mal ewig kosten. So, jetzt schauen wir doch mal, wie der britische Markt nochmal ausschaut. Lebensmittel sind aktuell sehr teuer. Es kann natürlich sein, dass der britische Markt sich auch gleich wieder fangen wird. Holz. Wir müssen halt erstmal die Grundstoffe billiger machen. Und wenn wir eine eigene Bauindustrie aufbauen wollen, dann werden wir Holz benötigen am Anfang. Können wir mal kurz gucken, wo war denn das nochmal? Hier, ein Bausektor. Wenn ich einen Bausektor baue, dann brauchen wir dafür Tuch und Holz in der Anfangsphase. Deswegen bin ich dafür, dass wir einen Holzfäller dann nach dem Hafen bauen. Und zwar... Oh, 92%, jetzt sind wir wieder bei 98%. Irgendwie die Anbindung zum britischen Markt ist nicht so geil. Wahrscheinlich vielleicht, weil wir auch nicht so viele Konvois haben, ich weiß es nicht. Wartet mal kurz einen Moment. So. Ja, ich baue schon einen Hafen, genau. Genau, wo bauen wir jetzt unseren Holzfäller? Eigentlich ist es erstmal ziemlich egal. Ich würde mal sagen, da wo wir am meisten Holz abbauen können, das ist entweder Ost- oder Kapkolonie. Die meisten Arbeitslosen habe ich in der Kapkolonie zu Beginn. Aber in der Kapkolonie will ich halt vor allem Industrie auch bauen, oder? Dann mache ich doch vielleicht erstmal... Wir sollten auch dort bauen, wo wir auch dann Minen und so weiter haben. Hier gibt es halt noch Kohleminen. Und hier gibt es das wertvolle Eisen, aber nur einmal Holz. Dann mache ich jetzt im Osten. Dann bauen wir im Osten einmal Holz. Einen Holzfäller dann. Wir machen leider schon wieder ein bisschen Minus. Achso, ich kann meine Militärgehälter ja noch senken, weil wir führen ja keinen Krieg. Auf Minimum. Militärgehälter auf Minimum. So, jetzt machen wir plus 300. Sehr schön. Sind alle Staaten inkorporiert? Das wäre ja der Wahnsinn, wenn die nicht alle inkorporiert sind. Oh mein Gott, du hast recht! Du hast vollkommen recht, Picknicker. Damit hätte ich ja jetzt niemals gerechnet, dass einfach die zwei Staaten hier nicht inkorporiert sind. Wer, also, das bringt uns natürlich dann nochmal extra Steuereinnahmen. Vielen Dank. Das ist eine gute Info, Picknicker. Das wird uns sehr viel mehr Steuereinnahmen bringen. Weil aktuell bekommen wir von den beiden Gebieten ja noch gar keine Steuern. Mensch. Das ist ja gut zu wissen. Wieso mache ich denn jetzt schon wieder Minus? Zölle. So, Lebensmittel, können wir da was einkaufen, was uns Zölle bringt? So. Ja, die Einberufung habe ich nicht gesenkt, aber die Einberufung kostet uns ja normalerweise kein Geld. Ich frage mich, was so viel Geld kostet. Kriegssegelschiffe. 1220 für Kriegssegelschiffe. Ich habe das Gefühl, wir werden mal unsere Marine einfach senken, oder? Also, die kostet uns viel zu viel Geld gerade.
ich brauch doch keine 5 Marine. Wir werden mal auf ein Schiff runtergehen und nur noch ein Marineschiff übrig lassen. Auch wenn das jetzt leider wieder dann Radikale mit sich bringen wird. Wir müssen manchmal harte Maßnahmen ergreifen. Jetzt senken wir aber im Rang ab. Wir haben derzeit nur 19 Prestige. Ja, okay, bevor wir absenken, muss ich dann wieder irgendwas erhöhen. Weil absenken möchte ich doch nicht. Eine Kleinmacht würde ich schon gern bleiben. Mir fehlt Verwaltung, das schauen wir uns auch mal kurz an. Nö, Besteuerungskapazität ist kein Problem. Besteuerungskapazität ist kein Problem. Ah, jetzt ist gerade Bürokratie ein Problem. Das liegt an der Handelsroute, die ich, glaube ich, gerade eingestellt habe, oder? Die kostet mich was. Bringt die mir jetzt so viel Einnahmen? Oder Zölle? 1,8, das ist ja verschwindend gering. Ne, das machen wir wieder weg. Ja, aber wir sind jetzt nicht so richtig ins Minus gegangen. Das ist jetzt ja nur marginal ins Minus. Das war die Handelsroute, die uns ins Minus geführt hat. Das dauert aber 20 Jahre. Das dauert 20 Monate, okay. Das liegt an der Kultur. Denke ich jedenfalls. Wobei, hier haben wir auch keine englische Kultur. Hier ist englische Kultur zu 18%. Wieso dauert das jetzt bitte hier 20 Jahre und hier nur 20 Monate? Wo ist der genaue Unterschied? Kann uns das jemand erklären? Die Briten sind in China unterwegs. Für den Krieg. Gibt es eigentlich schon... Was haben wir denn für eine Regierung? Wir haben nur die Grundbesitzer. Ja, wir sind eine Kolonie. Natürlich herrschen da die Grundbesitzer. Das ist ja klar. Ich könnte die Kirche noch in die Macht dazu holen. Dann könnten wir wenigstens versuchen, das Gesundheitssystem uns zu holen. Fürs Erste in 2 Jahren. Das machen wir, glaube ich, mal. Erstmal noch die Kirche mit an die Macht. So, hier wollen wir nichts ändern. Also eigentlich will ich jetzt nur warten, dass wir die öffentliche Krankenversicherung bekommen können. Und das geht in 36 Monaten, sobald wir Pharmazeutika erforscht haben. So, unser Prestige sieht nicht gut aus. Dann werden wir eine Winzmacht. So, wir sind mit China im Krieg. König Frosch, danke für deinen Follow. Die anglikanische Kirche will unsere Bande mit Oranje durch einen gemeinsamen Glauben stärken. Ja, wir versuchen ja eher die Beziehungen mit Oranje zu verschlechtern, um ehrlich zu sein. Also das wäre genau das Gegenteil, was wir wollen. Allerdings würde dann die Zustimmung der Kirche steigen. Das bekommen wir nochmal für einen Bonus, wenn die Kirche bei plus 5 ist. Gottes Gnadentum, 20% mehr Autorität. Das ist zwar nett, aber nicht so wichtig wie die Geburtenrate. Ich würde es ablehnen. Dann werden die Intellektuellen ein bisschen bekommen mehr Zustimmung. Wir sind vorrangig eine Kapkolonie und erst danach Protestanten. Ja, ich glaube, die Anbindung ist tatsächlich leider nicht so gut. Unsere Anbindung hier ist... warte mal, wie kann ich das am besten sehen? Null von 41. Sehe ich die Marktanbindung irgendwie? Also wir haben jetzt auf jeden Fall das Problem gerade hier nicht mehr jetzt mit der Infrastruktur oder mit dem Marktthema. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt den Hafen unbedingt brauchen, aber jetzt ist er gleich gebaut. Dann kostet er uns halt ein bisschen Geld. Wir bauen uns erstmal das Holzfällerlager im Ostkap. Weil... Was ist denn eigentlich auf dem britischen Markt los? Das ist alles teuer. Was kann denn der britische Markt? Alles ist teuer hier. Holz ist teuer. Seide, Eisen.
Also nach dem Holzfäller können wir auch noch eine Eisenmine und eine Kohlemine bauen, oder? Ha! Wir haben einen Agitator, der in der Kapkolonie versucht, eine Monarchie zu bekommen. Signe de Brunier. De Bruyne. Signe de Bruyne. Möchte als Royalist eine Monarchie beschließen. Um Gottes Willen, bitte keine Monarchie. Sir Benjamin de Urban ist völlig unbeliebt. Den Mann will doch keiner haben. Warte mal, wieso kann ich jetzt... Ah ja. Also, der ist zwar ein erfahrener Politprofi, aber er ist halt grausam. Minus 50 Beliebtheit. Philly Pfiffler, ich grüße dich. Ave, schönen guten Abend. So, okay. Aber wir verdienen gerade ganz gutes Geld. Jetzt gibt es wirklich eine sehr hohe Unterstützung für die Monarchie. Die wollen jetzt wirklich eine Monarchie haben. Wann wäre denn die nächste Wahl? Also ich hätte gerne einen neuen Gouverneur. Ich will, dass der König uns jemand Neues schickt. Freunde, was machen wir denn jetzt? Versuchen wir wieder das Prestige zu bekommen oder nicht? Ah, die nächste Person. Zum Thema Corborn. Sehr gut, sehr gut. Ja, schaut euch gerne meine Videos an. Schaut auf den Discord-Server und holt euch die Infos. Das wird ein cooles Projekt ab dem 18. Juli. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne melden. So, das Holzfällerlager dauert natürlich jetzt auch seine Zeit. Aber wie erwähnt, bauen wir noch ein Eisen. Eine Eisenmine. Die baue ich dann jetzt hier. Wobei, da ist die Infrastruktur auch schon nicht so toll. Und wir können wahrscheinlich hier sogar einen zweiten Holzfäller dann gleich hintereinander noch bauen. Ja, und der Markt könnte echt besser sein. Kohle. Ja, Kohle geht. Eisen ist wirklich gerade sehr teuer und Holz fehlen uns halt 3000 im britischen Markt. Jetzt haben wir nur noch 40 Tage. Die Frage ist, ich werde es mir halt geldtechnisch einfach nicht leisten können, wieder meine Armee hochzurüsten, ne? 500 würde mich das kosten. Tja, ich glaube nur die Kanonenartillerie reicht vermutlich nicht für das Prestige-Thema, oder? Ne, es hat uns ein Prestige gebracht. Ein Prestige hat es uns gebracht. Regierungsgehälter würde uns Prestige senken. Die Armee-Machtprojektion. Bringt die uns Prestige? Ja, nur ein Prestige, das reicht auch nicht. Verdammt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen knifflig. Weil so eine Linieninfanterie 500 wäre schon echt teuer. Das können wir uns halt echt nicht leisten. Oder meint ihr, es wäre nicht so schlimm, wenn wir Windsmacht werden? Aber dann können wir halt nicht mit anderen Mächten wie jetzt Frankreich Diplomatie betreiben. Und wir brauchen langfristig Frankreich. Ich meine, wir könnten ja irgendwann versuchen, wieder hochzurutschen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man einmal abrutscht, dann ist man schnell wieder weg vom Fenster. Was ist die Meinung meiner wertgeschätzten Berater? Erstmal den diplomatischen Rang verlieren, zugunsten einer guten finanziellen und wirtschaftlichen Lage, oder versuchen, den Rang als Kleinmacht zu bewahren. Servus, Christopher, schön, dass du reinschaust, hallöchen. Einen schönen guten Abend. Willkommen hier in Südafrika, in unserer Kapkolonie im Jahr 1837. Wir sind jetzt hier vor wichtigen Entscheidungen. Und zwar, wollen wir im Rang absteigen und dafür Geld bekommen oder wollen wir versuchen, den Rang zu halten? Castillo meint, bleib unscheinbar, bau dich auf und dann von heute auf morgen bist du allgegenwärtig. Das ist ein guter Ratschlag. Ich würde mich langsam aufbauen und dann wieder aufsteigen. Max Scamander, bei dem Namen habe ich doch gleich Vertrauen. Dann würde ich sagen, ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir es doch so. Dann steigen wir jetzt sang- und klanglos ab. Geben kein Geld mehr aus für Militär und werden jetzt erstmal wieder eine Windsmacht. Eine schöne kleine Windsmacht werden wir. Und bauen uns aber erstmal ein bisschen auf. Versuchen mit dem Geld, was wir dann gleich haben. Wobei, so viel Geld verdienen wir nicht. Nur plus 500. Ich weiß nicht, wo unser ganzes Geld hinwandert. Also außer in die Taschen der gierigen Briten. Aber mehr als die Ausgaben zu senken, können wir halt auch nicht machen. Regierungsgehälter.
Das bringt uns, wie gesagt, nur 126. Ja, unrealistische Steuern. Müssten wir nicht eigentlich hier mal ein paar mehr Steuern bekommen vom Nordkap? Ja, hier im Süden leben halt noch mehr Leute. Na gut. Schwindendes Interesse in Okzitanien, ja. Das schwindet leider wieder. Das heißt, wir werden dann mit den Franzosen nicht mehr Diplomatie machen können. Ja, verstehe, Platonius. Als britische Kolonie sind wir im Herzen Großmacht. Im Schatten der Krone ist es egal, welche Macht wir haben. Okay, alles klar. Schön gesagt. Schön gesagt. Oh, jetzt sind wir auf Rang 59 abgerutscht. Und wir können mit den Franzosen eben keine Beziehungen mehr verbessern. Aber wir wollten das ja so. So. Das Holzfällerlager in Ostkap wird weiterhin gebaut. Und Eisen ist aktuell irgendwie teurer als Holz. Also so Holz, Eisen, Eisenbahnen sind auch alles große Probleme. Eine Werkzeugfabrik werde ich jetzt noch nicht bauen, weil wir brauchen ja da erstmal billiges Eisen. Deswegen baue ich jetzt erstmal nur die klassischen Sachen. Wie viel Tuch haben wir denn? Tuch ist auch eine Mangelware auf dem britischen Markt. Was hat denn der britische Markt eigentlich? Nix hat er. So, die Frage ist, wann können wir uns einen Bausektor leisten, also einen richtigen, weil aktuell haben wir tatsächlich keinen Bausektor und wenn man keinen Bausektor hat, dann hat man fünf Bausektorpunkte sozusagen, die hat man immer. Und die sind halt kostenlos und wenn wir halt mit dem Bausektor beginnen, dann haben wir erstmal ziemlich viele Kosten, das ist ziemlich teuer. Deswegen würde ich jetzt erstmal noch, glaube ich, so weiterbauen. Wir schauen uns mal unser Holzfällerlager an. Das müsste ja hoffentlich gut arbeiten. Jetzt, Werkzeuge sind auch teuer. Meint ihr, das lohnt sich? Also angeblich würde es sich lohnen. Ich nutze mal eine Sägemühle gleich, dass wir mehr Holz produzieren können. Hartholz. Angeblich würde es sich lohnen, aber eigentlich brauchen wir ja Holz und kein Hartholz, oder? Ja, ich sag mal, mit einer kleineren Nation kann man dann auf sehr hoher Geschwindigkeit spielen. Aber wir schauen uns auch gerne jetzt mal ein bisschen die Details an. Wir müssen ja nicht immer so durchrushen. Können ja auch mal ein bisschen mit Detailarbeit hier aufwarten. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das mit dem Hartholz machen. Angeblich wird es sich lohnen. Aber Holz ist halt das, was gerade richtig teuer ist. Und deswegen weiß ich nicht, Hartholz fehlt auch ein bisschen und ist auch nicht weit weg. Aber schaut mal, vielleicht sorgen wir gerade dafür, dass das teure Holz billiger wird. Wie sagt man in Südafrika? Auch moin moin? Gute Frage, wie sagt man denn in Südafrika? Ich würde einfach sagen, wir werden das römisch übernehmen, deswegen sagen wir Ave. Ave Clyphia. Ich grüße dich, schön, dass du hier bist. Die Briten brauchen auch Hartholz. Ja, das kann schon durchaus sein. Auf jeden Fall läuft das gut. Unser Holzfällerlager hat jetzt fast maximale Auslastung oder maximale. Ach, schau an. Jetzt lohnt sich nämlich das Hartholz nicht mehr. Wusste ich's doch. Das heißt, wir bleiben bei unserer klassischen Holzproduktion. Und die läuft gut. Die Produktivität ist hoch. Durchschnittliches Jahresgehalt hier. Die Arbeiter bekommen 6,55. Die Kapitalisten natürlich 41. Die schlagen sich die Taschen voll mit diesem Holzfällerlager. Und wir bauen jetzt hier gerade eine Eisenmine im Nordkap. Denn Eisen ist auch noch immer teuer, auf jeden Fall, ja. Das, ja, macht weiterhin Sinn, dass wir das bauen. Das ist alles teuer, teure Militärwaren. Gold wird eingelagert, das mache ich auch nicht ohne Grund. Niedrige Ausbildungsrate, ja. Ich überlege gerade sogar, ob wir noch hier auf was verzichten. So viel Geld mache ich damit eh nicht. Die Verbrauchssteuer werde ich nochmal abschaffen. Dann könnten wir nochmal irgendwo einen Erlass nutzen. Die Frage ist, grüne Graskampagne? Ins Nordkap vielleicht? Eine grüne Graskampagne? Dass da noch mehr Leute kommen. Machen wir das mal. Noch mehr Einwanderer in unsere schöne Gegend. Da wäre ich dafür. Und ich bin echt am hin und her gerissen. Ich meine, Lebensstandard zu erhöhen ist immer nicht schlecht. Ich bin hin und her gerissen, ob wir jetzt halt schon den Bausektor bauen wollen.
Oder noch nicht. So, die Briten gewinnen auf jeden Fall ihren Krieg gegen China. Da können wir auch mal kurz hinschauen als Kolonie. Ey, die Briten kämpfen hier mit 60 Truppen. Die Chinesen 900 fast. Und die Chinesen verlieren wirklich sang- und klanglos gegen die britische Elite. 49 gegen 9. Das muss man sich echt vorstellen. Das sind 900 fast chinesische Bataillone gegen 60 britische. Eigentlich ein Trauerspiel für die Chinesen. Wirklich ein Trauerspiel, muss man sagen. So, aber wir können tatsächlich mal kurze Zeit auf Speed 5 auch gehen, wenn es jetzt gerade nichts Spannendes gibt. Auf jeden Fall gewinnen hier die Briten den Krieg. Und die Schlacht hier, der Krieg ist gleich vorbei. Mal schauen, ob welche Auswirkungen das jetzt auf den Markt haben wird, dass der Krieg vorbei ist. Holz und Eisen ist immer noch teuer. Okay. Genauso geht es mir auch mit China gerade. Ja, ja. So. Das hat sich doch gerade ein bisschen was verändert, aber Eisen und Holz. Ja, Holz wird ein bisschen billiger. Kohle ist noch so eine Sache. Eisen aber auch. Ich würde erstmal versuchen, noch weiterhin Eisen auszubauen. Und danach bauen wir auch mal eine Kohlemine, dass wir ein bisschen uns vielfältiger aufstellen. So, jetzt haben wir gleich unsere Eisenmine. Die gucken wir uns dann direkt mal an, wenn die jetzt gebaut wurde. Die braucht ja auch Werkzeug. Da können wir noch nichts anderes einstellen. Oh, die macht erstmal Minus. Ui. Wieso macht die Eisenmine so viel Minus? Obwohl Eisen so... Wartet mal. Was ist denn das jetzt für ein Scherz? Jetzt ist Eisen wieder billig? Ah, diese Briten. Die haben wahrscheinlich jetzt irgendwo billig Eisen eingekauft, oder? Oder die brauchen es im Krieg nicht mehr. Ah, na ganz toll. Das ist jetzt natürlich richtig, richtig unangenehm. Das heißt, ich werde da keine weiteren Eisenminen bauen. Ja, toll. Und die eine Eisenmine bringt mir jetzt nicht viel. Werkzeug ist aber sehr teuer. Das heißt, wir bauen jetzt mal eine erste Werkzeugfabrik auf jeden Fall. Die bauen wir nach dem Holzfällerlager. Ich hoffe doch, dass mein Holzfällerlager noch produktiv ist. Ja, noch. War schon mal produktiver. Die Frage ist, wird das mit dem Eisen nochmal besser hier? Aber mehr als 500 arbeiten da jetzt nicht. Ein verleumderischer Artikel. Es geht um die kursianischen Menschen. Wir könnten noch mehr Autorität verlieren. Oder Lebensstandard. Wie viele kursianische Menschen haben wir denn bei uns? Oh, 36% der Gesamtbevölkerung sind kursianisch. Ja, ich würde sagen, wir unterdrücken den Artikel. So viel Autorität habe ich noch. Hallo Frank Needful. Frank, ich grüße dich. In Südafrika spricht man unter anderem Afrikaans. Das kommt aus dem Holländischen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Da kennt sich jemand aus. Terminator 157. Sehe ich das richtig, dass für die Eisenproduktion das Werkzeug fehlt? Ja, irgendwie... Aber es wird mir aber auch nicht als Mangelware angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es mit dem Eisen auf sich hat. Ich glaube einfach, weil es sich nicht lohnt, das teure Werkzeug zu verwenden für das billige Eisen. Ach, Dr. Google, okay. Ich glaube, das ist unser Hauptproblem. Das ist aber auch einer der Gründe, wieso ich jetzt nach dem Holzfällerlager hier jetzt gleich eine Werkzeugfabrik baue. Ich hoffe mal, dass der britische Markt jetzt ein bisschen stabil bleibt, dass wir damit auch mal arbeiten können. Weil jetzt ist plötzlich Holz super günstig. Ich glaube, jetzt könnte es sich sogar das Hartholz lohnen. Schauen wir doch mal. Ja, nee, plus 9,8. Das lohnt sich aus meiner Sicht eigentlich noch nicht. Also es ist noch keine große Verbesserung. Das lassen wir mal noch. Die Musik ist jetzt auch wieder ein bisschen leise, oder? Ah, ein bisschen lauter. Oh, und ich weiß, was die schönste Musik ist. Ein Moment.
Wo ist denn der Musikplayer? Ich habe die irgendwo gefunden und das ist die aus Victoria 2, aus dem Vorgänger, die ich so mag. Ich könnte die ganze Zeit hören. Ich glaube, wie hieß denn die? Freiheit oder Freedom? Hä? Wo ist denn die? Ist die... Hä? 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 Kann mir mal jemand sagen? Habe ich das vert... Heißt das, ist das nicht Freiheit oder Freedom? Welche war denn das? Ruhm der Königin? Was sind das, die Victoria 2 Sounds? Britischer Boden? Der Boden ist ein bisschen leise, oder? Todesmarsch haben wir noch als Musik. Ruhm der Königin. War das vielleicht Tea Time? So diese klassische Victoria 3 Musik, Ruhm der Königin. Ne, Tea Time ist auch dieses Victoria 3. Ist auch Victoria 3. Ist auch Victoria 3. Kapitalsammlung. Nee. Sonnenuntergang über Schloss Windsor. Nee. Sonnenaufgang über London. Im Gedenk an Prinz Albert. Recht der edlichen Festlichkeit. Ruhiger Ozean. Neue Unterkunft. Mondhölzer. Ach, ich habe den falschen Soundtrack ausgewählt. Okay, jetzt könnt ihr mal den LOL Emote verwenden. Ja, mein Fehler. Kann ich den ganzen Dach rumklicken? Jetzt nutzen wir mal die. Ja, sehr schön. Den nutze ich jetzt gleich selbst mal. So, den hier nämlich. Okay, wir können, glaube ich, die Musik auch noch ein Stück lauter machen. Das ist nämlich die schöne Victoria 2 Musik hier. Buckingham Palace. Und da gab es einen Titel, den ich super gerne mag. Welcher war denn das, Johann Walzer? Ja, Johann Walzer ist gut. So. Wir haben einen intensiven Ackerbau. Damit müssen wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Wir nutzen jetzt erstmal den bodenanreichenden Ackerbau. Und intensiven Ackerbau für unsere Viehwirtschaft. Hervorragend, hervorragend. Zitrushaine. Weiß ich nicht, inwieweit sich das lohnen würde. Ich mach das mal. Ah, und wir haben Pharmazeutika auch erforscht. Die Frage ist, wann wir eine Kolonie gründen können. Aber... Chinin wäre tatsächlich wichtig in der Hinsicht, wenn wir kolonisieren wollen. Deswegen machen wir mal Chinin. Und danach Produktion. Mechanisches Werkzeug ist auf jeden Fall auch wichtig. Die atmosphärische Dampfmaschine. Und Nitroglycerin. Wir werden dann ein bisschen industriell unterwegs sein. Weiß jemand, ob es ein Update gab, dass man mit Prime auf mobil subben kann? Konnte man mit Prime nicht schon immer ganz klassisch subben, oder was meinst du?
Ich meine aber, glaube ich, irgendein anderes Lied. Hymne der neuen Welt? Ich glaube nicht, dass ich die meine. Wir sind unabhängig. Hört sich erstmal cool an. Ah, das meine ich. Das ist mein Lieblings-Soundtrack. Das wollen wir hören irgendwann, wenn wir unabhängig sind. Das ist unser Ziel, Freunde. Jetzt ist Eisen wieder teuer geworden. Engpass. Jetzt müsste doch meine Eisen... Wieso funktioniert jetzt meine Eisenmine nicht? Hallo? Wenn doch Eisen so teuer ist... Wieso geht das nicht? Verdammt. Zentralarchive. Jetzt ist die schöne Musik wieder weg. Dann fängt irgendein anderes Lied an, oder? Kann man das irgendwie in der Dauerschleife einstellen? Ich finde das so genial. Kann ich hier irgendeine Dauer... Warte mal, ich kann auch einfach alle anderen ausmachen. Mal schauen, wenn ich irgendwann dann keine Lust mehr habe oder ihr sagt, ihr habt keine Lust mehr, dann machen wir es weg. Ich finde das so gut. So ein schönes Unabhängigkeitslied. Da fehlt es auch an Beschäftigten, die Wissen haben. Kannst du eine Uni bauen? Ja, die Uni würde uns natürlich auch wieder Gold kosten. Warte mal, an wem fehlt es denn? Ne, es fehlt vor allem am Arbeiter, oder nicht? Eisenmine kann ich anwerben. Wieso können sie nicht anwerben? Wieso? Sie haben halt kein Geld. Das ist das Problem. Sie haben kein Geld, um jemanden anzuwerben. Weil sie von Anfang an halt nicht produktiv waren. Kann ich die subventionieren? Dass sie jemanden anwerben? Ja, ich kann die subventionieren. Das ist der Vorteil, wenn man Interventionismus hat. Jetzt haben sie auf jeden Fall mehr Arbeitskräfte, aber sie werden nicht wirtschaftlicher gerade. Und das kostet uns natürlich Geld, wenn wir sie subventionieren. Wieso gibt das keinen positiven Salto? Wir brauchen dringend die atmosphärische Dampfmaschine. Das wird nicht besser. Wir brauchen dringend jetzt die Werkzeugfabrik. Die Frage ist halt nur, ob mit dem teuren Eisen die Werkzeugfabrik wiederum gut läuft. Aha, jetzt sind wir doch gerade mal bei Plus. Jetzt haben wir einen positiven wöchentlichen Salto. Ja, aber unproduktiv auf dem Markt. Eisen ist gerade das teuerste gewesen. Jetzt ist es wieder billiger geworden. Oh, das wechselt aber auch den ganzen Tag hin und her, wie es möchte, das Eisen. Und uns kostet es dann wieder Geld. Ich würde aber schon auch jetzt gerne mal eine Universität noch bauen, tatsächlich. Je früher man da mal eine Universität baut, das kostet uns leider auch sehr viel Geld. Aber je früher man da was baut, umso besser. Eine will ich wenigstens bauen. Wie viel kostet? Die kostet uns 0,6. 1,6 ist, wäre nicht so teuer. Ja, die Technologie mit der Dampfsache fehlt. Atmosphärische Dampfmaschine. Da sind wir dran. In ein paar Jahren haben wir das. Boah, der wöchentliche Salto ist ja jetzt katastrophal schlecht. Wir machen sehr viel Minus und die bauen natürlich keine Rücklagen auf und leben jetzt nur auf Pump. Produktivität ist im Keller. Ich weiß nicht, ob wir das noch länger finanzieren sollten. Das kostet uns natürlich auch Geld. Vielleicht warten wir mal, bis die Werkzeugfabrik gebaut ist. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal weiter. Ja, die Werkzeugpreise sind natürlich auch sehr teuer. Das ist natürlich auch ein Hauptproblem. Wir versuchen ja jetzt durch eine Werkzeugfabrik das zu senken. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich gleich gegenseitig bedingen. Das werden wir sehen. Ja, es ist so ein Teufelskreislauf. Werkzeug und Eisen irgendwie immer wieder zu teuer. Aber gleich haben wir unsere Werkzeugfabrik. Wenn ich Werkzeug produziere, die Frage ist, produzieren wir, also haben wir so viel Einfluss auf den britischen Markt mit einer kleinen Werkzeugfabrik? Das werden wir dann gleich sehen. Schau mal, jetzt ist nämlich Werkzeug wieder billiger.
Ja, und dann wird halt auch Eisen wieder günstiger zu produzieren. Es ist halt, der britische Markt variiert leider aktuell sehr stark. Dann können wir nicht so zukunftssicher Gebäude und Sachen bauen. So, jetzt haben wir die Werkzeugfabrik gleich gebaut. Jetzt. So, wie schaut's aus? Die macht direkt erstmal Minus, die Werkzeugfabrik. Schmiedewerkzeug. Dann macht sie Plus. Ja, mit Eisen macht sie Plus. Das ist doch gut. Aber nur knappen wöchentlichen Saldo Plus. So, die Eisenmine. Wir beenden jetzt die Subventionierung bei der Eisenmine, denn jetzt läuft die Eisenmine auch. Haben wir denn jetzt, ist das jetzt Werkzeug jetzt wieder günstiger im britischen Markt? Ja, jetzt ist Werkzeug wieder günstiger. Und jetzt ist Eisen. Hä? Und Eisen? Eisen ist ein bisschen teurer als Werkzeug. Die Frage ist, wie gut wird jetzt unsere Werkzeugfabrik laufen? Nicht Ewigkeiten. Ja, deswegen muss man sich vielfältig aufstellen. Deswegen baue ich jetzt noch eine Kohlemine, weil Kohle werden wir auch gebrauchen noch. Ich glaube, Kohle könnten wir noch ganz gutes Geld mit verdienen. Und eine Lebensmittelfabrik. Da wäre ich auch dafür. Wir sind schon wieder nicht hundertprozentig an den britischen Markt angebunden. Mit reduziertem Marktzugriff von 99% aufgrund einer niedrigen Schifffahrtseffektivität über den britischen Schifffahrtsweg durch die Häfen von Home Counties und Kap Cluny. Aber wie erhöhen wir denn diese Kapazität? Indem wir sie ausbauen, oder was? Das ist der einzige Weg. Also wir planen auf jeden Fall hier eine Lebensmittelfabrik. Die benötigt dann einfach Getreide. Getreide auf dem britischen Markt, das haben wir genug. Also ich glaube, mit Lebensmittelfabriken könnten wir dann ganz gutes Geschäft machen. Sind heute schon wieder bei einem anderen Soundtrack, oder? Tea Time. Für mich gibt es jetzt erstmal nur einen Soundtrack, Freunde. So. Es gibt nur noch einen Soundtrack. Aber Hauptsache, sie spielen einfach keinen. Könnt ihr nicht bitte denselben immer wieder wiederholen? Hast du Straßenerhalt noch als Erlass zur Verfügung? Apropos, wir haben wieder Autorität. Die habe ich gar nicht genutzt. Aber jetzt ist, glaube ich, die Anbindung wieder kein Problem. Das war nur, oder doch, 99%. Aber ich kann doch jetzt nicht hier überall Straßenerhalt reinpassen, wegen dem 1%. Das lohnt, also das ist halt nur 1% zu gering. 1% ist kein Prozent. Also da mache ich doch lieber andere Sachen, oder? Infrastruktur habe ich auch, auf jeden Fall. Infrastruktur habe ich auch. Ich würde lieber dann noch eine soziale Durchlässigkeitskampagne reinpacken. Und noch grüne Graskampagne. Wobei wir natürlich auch überlegen könnten, jetzt haben wir hier Holz. Das Holz läuft tatsächlich sehr gut, sehr effizient. Das bringt richtig Geld. Nicht genügend Pops, Kapitalisten. Die Eisenmine, ja, passt schon. Wir machen gerade sehr viel Geld. Ich glaube, wir können uns jetzt mal erlauben, den Bausektor zu bauen, oder? Was meint ihr? Ja, das bisschen Bürokratie. Das ist minus 4, Platonius. Wie viel Minus macht uns das? 86. Das ist wirklich verschwindend gering. Wenn das jetzt halt minus 100 wäre, dann hätten wir ein Problem auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch überlegt, dass ich den Rohstofferlass mache für die Mine. Aber es ist halt erst eine Mine. Den Rohstofferlass packe ich drauf, wenn wir mehr Minen haben, würde ich vorschlagen. Bis dahin machen wir mal diesen Bildungserlass. So. Wie teuer war denn jetzt nochmal der Bausektor? Angeblich kostet ein Bausektor uns 2400. Wie sollen wir uns denn allein einen Bausektor leisten können? Dann können wir uns den einfach noch nicht leisten, oder? Also, klar, ein bisschen was wird der private Bausektor bauen. Und das wollen wir ja eigentlich auch. Dass der private Bausektor auch Sachen baut. Aber die können wir halt leider dann wieder nicht steuern. Was es halt wiederum ein bisschen schwierig macht. Aber ich würde jetzt trotzdem mal dann in der Kapkolonie eins bauen.
Wir hoffen, dass wir es uns leisten können. Bausektor holen und damit Holzfäller ausbauen, dann ist es wieder günstiger. Das stimmt, dann wird es wieder deutlich günstiger, das ist richtig. Jetzt bauen wir mal den Bausektor einmal aus. Also, ich grüße dich. Willkommen in der Kapkolonie. Willkommen in Kapstadt. Ich finde auch den Leuchtturm hier übrigens mega schön gemacht. Ich finde es schön, dass wir jetzt auch gerade einfach mal wirtschaftlich spielen. Einfach mal kein Krieg. Ach ja, apropos, kein Krieg. Gesetze. Wir wollen doch hier öffentliche Krankenversicherung. Mensch, wieso hat mich denn keiner daran erinnert, dass ich die öffentliche Krankenversicherung einführen wollte? So, jetzt. Lebensmittel bringt 1400 laut Prognose, dann sollte Bausektor laufen. Nee, das bringt uns ja nicht 1400 Geld, was wir direkt an Einnahmen haben, sondern das bringt dem Unternehmen 1400. Also, das sind ja nicht direkt Einnahmen, die wir haben. Ja, das ist wichtig zu wissen. Wie läuft die Kolonie? Bisher läuft's gut. Schön, dass du reinschaust, Pierre Junior. Wir sind jetzt gestartet als Kolonie. Wir sind erstmal Winzmacht wieder geworden. Bauen uns jetzt aber erstmal finanziell aus. Wir machen gerade sehr viel Plus, bauen jetzt aber auch den Bausektor. Wir wollten Krieg. Krieg können wir nicht. Schön, dich hier gefunden zu haben. Dein Japan-Let's Play fand ich sehr gut. Ah, das freut mich doch zu hören. Ja, das Japan-Let's Play hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auf meinem YouTube-Kanal findest du ja auch noch andere Let's Plays, zum Beispiel mit Franken. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Holy shit! Was hat denn hier bitte Österreich gemacht? Die Österreicher haben Bayern erobert! Um Himmels Willen! Das habe ich ja noch nie gesehen von der KI Österreich. Das sind ja ganz neue österreichische Grenzen. Ach du Schande. Und Timinator 157, vielen lieben Dank für dein Abo im dritten Monat. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und guten Abend, Diver, ich grüße dich. Achso, ja, und ihr findet auf meinem Discord-Server übrigens regelmäßige tolle Multiplayer-Runden zu Victoria 3, wenn ihr da auch mal Lust drauf habt, im Multiplayer das Ganze zu spielen. Ja, die KI hier, und die ist auch gerade, Österreich ist im Krieg mit Preußen. Wer ist denn da auf welcher Seite? Österreich und Frankreich gegen Preußen und Russland. Alter, das ist ja mal wieder ein Europakonflikt. Es geht natürlich um die deutsche Führung. Preußen möchte Tirol und Steiermark erobern, natürlich. Das ist ja auch klassisches preußisches Interessensgebiet hier, die Gebiete hier unten. und Österreich, die wahrscheinlich gewinnen werden, werden dann Oldenburg unterwerfen, Preußen demütigen und Hamburg wird französischer Vassall. Okay. Eine Frage, welche Mod nutzt du bei Total War Empire, um die kleinen Staaten zu spielen? Ah, da wollte ich noch ein Video dazu machen, Diver. Ich werde noch ein Video dazu machen. Ihr müsst mich nur oft genug dran erinnern, Diver. Dann mache ich das Video. Dann kann ich es euch zeigen. Das ist super einfach. Das ist auch keine spezielle Mod, sondern man muss nur auf eine Internetseite gehen, eine Datei downloaden und die austauschen. Das ist super einfach, aber ich mache ein Video dazu. Erinnert mich nur irgendwann dran. Hat Preußen nicht auch russisches Territorium? Nö. Nö, das ist schon hier preußisches Staatsgebiet. Die Russen sind in Österreich einmarschiert. Gerne, Diver. So. Ah, nochmal haben wir sogar knappes Plus mit unserem Bausektor. Haben wir denn jetzt einen privaten Bausektor? Ja, die bauen einfach mal eine Teeplantage im Nordkap. Lohnt sich denn Tee? Ja, Tee lohnt sich. Denn die Privaten machen auch mal was Sinnvolles. Wie viel sind denn die Rücklagen, die wir gerade haben? Weil mehr können wir ja eh nicht einnehmen, oder? Dann, also man kann schon mehr einnehmen, aber es ist nicht so perfekt effizient. Mehr Bausektoren. Ja, ja, ja. Also das Geld wirft man nicht weg, Timinator. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das Geld wird trotzdem weiter angesammelt. Wir werfen das nicht weg. Die Goldreserven steigen. Aber es könnte halt irgendwann zu Problemen führen. Aber das sind wir noch weit entfernt. Also man kann immer ein bisschen drüber gehen, ist kein Problem. Aber ja, ich würde auch gerne nochmal den Bausektor um eine Stufe noch ausbauen, glaube ich. Eine Stufe baue ich noch aus. Und danach müssen wir halt ein paar Holzfäller dann bauen, um die Kosten zu senken. Das wird dann unsere Aufgabe hier werden. Und dann können wir hier unten eigentlich auch schon den Erlass abändern. Keine Migrationskampagne mehr. Wobei, ich glaube, ich werde die Bildungskampagne rausnehmen. Wir machen hier eine Rohstoffförderung rein. Dann wird es noch effizienter. Also, danke für den Follow. Willkommen. Weiterhin. So, jetzt machen wir ein knappes Minus. Das ist in Ordnung. Gerne.
Ich habe auch Tutorial-Videos zu Victoria 3 gemacht. Findet ihr auch auf meinem YouTube-Kanal. So, wir sind schon in der Debatte für die öffentliche Krankenversicherung. Die Vorstellungsphase lief schon mal sehr gut. Das freut mich. Denn wir brauchen eine öffentliche Krankenversicherung. Das Problem ist, wir haben nicht genügend Bürokratie, wenn wir die dann einführen. Und auch die Bildung muss ich ja noch dringend erhöhen. Das sehe ich jetzt erst. Wir brauchen dringend mehr Bürokratie. Oh, dringend mehr Bürokratie. Ja, wir müssen fast noch ein Gebäude bauen. Die Sache ist, wir haben ja noch nicht mal ein Gebäude. Das wird uns aber auch wieder richtig viel Geld kosten. Steuerungskapazität. 150. Ja, es wird sich nirgendwo so richtig lohnen, aber wir werden dann wohl oder übel, bevor wir dann zu viel auch ins Minus gehen. Boah, das wird uns 1300 kosten. Alter! Wirklich? 1300, aber ich muss nicht. Sonst kriege ich anders keine Bürokratie. Ich muss das bauen. Wir bauen es jetzt noch nicht sofort, aber es muss gebaut werden. So, jetzt ist der Bausektor etwas angewachsen. Aber auch nur ein bisschen, oder? Also so richtig jetzt gelohnt hat sich da noch nicht. War das nicht gerade schon 7? Bausektor in der Kapkolonie. Ach, da müssen noch ein paar Arbeitskräfte gefunden werden. Natürlich. Wir könnten auch schon auf Gusseisenbau gehen, aber das wäre halt richtig teuer. Meint ihr, wir sollten jetzt schon Gusseisenbau machen? Oder bleiben wir bei Holz? Ich meine, wenn ich jetzt auf Gusseisenbau wechsle, dann könnten wir auch einfach nicht Holz, sondern unsere Eisenminen ausbauen. Weiß ich nicht, wie seht denn ihr das? Gehen wir jetzt schon auf den Gusseisenbau? Dann würden wir halt sehr viel Minus machen. Könnten aber versuchen, sehr viele Eisenminen schnell zu bauen. Wir machen jetzt schon echt Minus. Ist jetzt schon sehr teuer hier alles. Aber das Gute ist ja, ich kann den Bausektor jederzeit wieder stoppen. Ich glaube, das könnte riskant sein, erst ein bisschen Eisen produzieren. Die Eisenminen würde ich so oder so vergrößern. Ja, ja. Erst konsolidieren, dann erhöhen. Ja, den Bau kann ich immer stoppen, das weiß ich genau. Wenn Gusseisen, dann hättest du davor nicht zwei Bausektoren bauen sollen. Ja, aber gut, langfristig. Die Stimme von Kapstadt. Eine beliebte Zeitung, die von der Klasse der Landbewohner überall in Kapkolonie gelesen wird, hat einen Artikel von Sinner de Bruyne für die Einführung der öffentlichen Krankenversicherung stark gemacht. Ach, der unterstützt uns. Eine Zeitung ohne Werbung herauszugeben ist so, als würde man einem Mädchen im Dunkeln zuwinken. Es ist gut gemeint, doch es bringt nichts. Das ist ja witzig. Ein witziger Kommentar. Und einen schönen guten Abend an Karesak. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. Willkommen, willkommen in der Kapkolonie in Südafrika. Wir könnten die Erlasschance erhöhen, das wollen wir. Wir könnten aber auch die Landbewohner stärken. Das will ich eigentlich nicht, deswegen... Wobei, wenn wir in die Kolonie wollen... Warte mal, wenn wir Kolonien wollen... Müssen wir mal kurz gucken, ich will ja nicht unbedingt eine Revolte gleich dann haben. Wobei aktuell... Oh, aktuell wären wir knapp bei minus 1... bei minus 9. Bei den Landbewohnern. Und ich will sie aber halt nicht mächtiger machen. Wir werden das erste wählen. Das erhöht unsere Chance auf öffentliche Krankenversicherung auf jeden Fall. Okay, dann werden wir jetzt noch nicht auf Gusseisenbau gehen. Bauen erstmal hier unsere Sachen. Bauen danach dann aber einige Eisenminen. Aktuell lohnt sich ja wieder mit den Eisenminen. Auf jeden Fall. So. Und wenn wir hier ein paar Eisenminen gebaut haben, dann werde ich hier auch den Rohstofferlass auch noch reinpacken, dass es noch effizienter wird. So, die Universität wird uns natürlich auch nochmal Geld kosten. Aber ein bisschen Forschung, ein bisschen Wissen muss sein. Es dauert jetzt halt leider 63 Wochen. Denn wir haben tatsächlich mehr oder weniger jetzt eigentlich einen Rückschlag dadurch, dass der Staatsbau jetzt gerade länger braucht als vorher tatsächlich. Weil vorher war es 5, jetzt haben wir 4,5. Aber gleichzeitig, oh, wird dafür eine Kohlemine gebaut. Das ist natürlich toll. Das unterstütze ich, die Kohlemine. Wobei, nein, hä? Wieso läuft denn schon wieder die Kohlemine nicht? Minus 0,18. Wochenausgaben. Wegen dem Werkzeug oder was?
Naja, Werkzeug ist fast so teuer wie Kohle. Mist. Brauchen dann dringend auch mehr Werkzeug. Aber unsere Werkzeugfabrik, die müsste doch richtig hochlaufen. Werden wir die Werkzeugfabrik etwas vordringlicher noch bauen. Die muss erst anlaufen, ja. Allerdings kann sie ja gar nicht richtig anlaufen, wenn sie dann teilweise schon Minus macht. Also, das hatten wir jetzt ja gerade so ein bisschen mit dem Nordcup gehabt. Aber ja, ich war vielleicht auch ein bisschen zu... Ich war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ich stimme zu. Ja, stimmt. Wenn sie voll besetzt ist, dann lohnt sich alles ein bisschen besser. Aber ihr seht das ja auch. Plus 41 im Vergleich zum Beispiel zu plus 280 oder zum Beispiel unserem Holzfällerlager. 1700. Also, da ist der wöchentliche Salto ein ganz anderer. Ja, der britische Markt, der fluktuiert leider extrem. Das ist richtig. Wie geht's dir, Karasak? Schön, dass du reinschaust. Also, sie wirft halt nur ein knappes Plus ab, die Kohlemine. Aber das reicht ja erstmal. Bei einem guten Glas. Streitkräfte schwafelten lange über die Vorzüge der öffentlichen Krankenversicherung. 5% erhöhte Erlasschance. Unser Agitator für die Monarchie könnte Anziehung bekommen. Oder er bekommt hier auch Anziehung. Ha, wir loben sie mal für die gute Arbeit. So. Wir haben jetzt eine 38%ige Chance auf Annahme. Okay. Ted, danke für dein Abo. Moin, Ted. Im 13. Monat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Okay, also sie läuft auf jeden Fall. Südafrika habe ich nie probiert. Hast du schon eine Idee, wo die Reise hin soll? Naja, wir wollen auf jeden Fall unabhängig werden von den Briten. Das ist unser ganz großes Ziel. Und dann so ein bisschen den Süden halt für uns bekommen. Wir sind halt jetzt eine Marionette. Das heißt, wir können leider nicht mal hier einen Krieg führen. Weil wir halt von den Briten so... Ja, weil wir eine Marionette sind. Wir müssen da halt jetzt erstmal wirtschaftlich versuchen, stark zu werden. Und uns dann Verbündete suchen. Ich will auch unbedingt noch in die Kolonisierung gehen. Also sobald wir das Gesundheitsthema haben, werde ich die Regierung so ein bisschen umschmeißen müssen. Mal schauen. Die Kunst des Nichtstuns. Obwohl irgendjemand zuvor gegen die öffentliche Krankenversicherung war, hat die politische Position der politisch Unbeteiligten überdacht und bietet nun Unterstützung an. Oh, das gibt aber auch wieder den Grundbesitzern Anziehungskraft, was ein bisschen schwierig ist. Oh, die Grundbesitzer könnten aber auch Beliebtheit verlieren. Das ist natürlich noch besser. Ha! Die haben da so ein Funkeln im Auge. Die planen doch was. Finde ich gut. Die Grundbesitzer müssen Beliebtheit verlieren. Ganz Afrika wäre doch toll. Nein. Ich finde es übrigens toll, dass du weiterhin, dass du viel weiterhin Victoria 3 spielst. Weiter so. Ja, absolut, Karasak. Das sehe ich wie bei dir auch so. Victoria 3 ist einfach ein schönes Spiel. Aktuell habe ich auch sehr viel Spaß wieder an Total War. Ich spiele ja aktuell jetzt wieder Empire Total War mit Sachsen. Das spielen wir am Donnerstag weiter, ab 19 Uhr abends. Und ein bisschen Dune Spice Wars am Freitag. Und ich mache auch gerade wieder ganz viele Total War Videos. Aber Victoria 3 macht mir einfach nach wie vor auch sehr viel Spaß. Ist ein schönes Spiel. Schöne Wirtschafts- und Industriesimulation. Und Politik-Simulation. So, Chinin ist freigeschaltet, bringt uns jetzt aber noch nichts, weil wir halt politisch noch nicht so weit sind, dass wir das eingeführt haben. Ja, jetzt erforschen wir immerhin mal noch die wichtigen Industrietechnologien. Mechanische Werkzeuge und dann noch die atmosphärische Dampfmaschine, die ist sehr wichtig. Und Nitroglycerin dann auf jeden Fall mal. Das Update auf die Kriegsführung. Ja, ist eher zuschauen, was passiert. Ich hoffe auch, dass bei der Kriegsführung noch ein bisschen was kommt. Jawohl, wir haben die öffentliche Krankenversicherung. Und wie es zu erwarten war, machen wir es natürlich hier ordentlich minus. Was die Bürokratie angeht.
Kommt von Dune auch Videos auf YouTube? Erstmal nicht. Erstmal nur die Livestreams, aber die Livestreams kann man ja dann auch auf meinem Uncut-YouTube-Kanal nachschauen, Saltaria. Und du findest auch noch ganz viele Videos auf meinem YouTube-Kanal zu Dune Spice Wars, auch mit auch Multiplayer-Events mit Nils Bohmer von den Rocket Beans, Sepp von den Pizmeets, etc. Also wenn du die nicht schon kennst, gerne mal hinschauen. So, jetzt haben wir das Gesundheitssystem. Jetzt würde ich ja gerne als nächstes dringend mal mit der Kolonisierung beginnen wollen. Koloniale Ausbeutung. Intellektuelle, industrielle, Gewerkschaften, Kleinbürger und Streitkräfte. Schauen wir mal, ob wir die Regierung irgendwie dafür umbilden können. Also wir könnten noch eine stabile Regierung mit den Streitkräften bilden, dann sind wir noch bei plus 50. Das könnte reichen, um die Kolonisierung irgendwie zu bekommen. Aber ich glaube, anders ist es nicht sehr realistisch. Nee, da kriegen wir... Ich glaube, anders bekommen wir keine legitime Regierung hin. Wir machen das mal so. Und ich hoffe, mit den Streitkräften schaffen wir es, die Verwaltung hinzubekommen. Karasak schaut weiter gespannt zu. Sehr schön. Probieren wir es jetzt mal so. Oh, da können wir auch die Kopfsteuer einführen. Ist die Frage. Erst die Kopfsteuer. Das bringt uns 1000 extra Geld. Ich glaube, Kopfsteuer ist fast wichtiger. 18%. Oder wollen wir erst kolonisieren? Ja, ich glaube, wir können am Anfang eh nicht so schnell kolonisieren. Dann macht es auch nicht... Oh, Berufspolizei. Jetzt können wir ganz viel ändern mit den Streitkräften. Die helfen uns. Alter, 100% Monarchie? Die müssen die Agitatoren nochmal ein bisschen verändern. Das ist ja einfach nur der Wahnsinn. So, wir machen jetzt, wir holen uns die Kopfsteuer. Ist eigentlich in eurer Überlegung zu Game of Quartz mit der Game of Thrones Mod zu spielen? Natürlich ist es in unserer Überlegung. Das wäre sogar mein Favorit Saltaria. Aber wir müssen danach noch drüber nachdenken. Wir hoffen ja immer noch, dass es irgendwann eine deutsche Version gibt, aber irgendwie habe ich da leider nichts mehr gehört. Das wäre natürlich perfekt. Also ich glaube, wenn es eine deutsche Game of Thrones Mod gibt, also die deutsche Übersetzung zur Game of Thrones Mod, dann würden wir es sofort und zu 100% spielen und organisieren das Event mit Game of Thrones. Ansonsten werden wir es aber trotzdem auch in Betracht ziehen, tatsächlich. Werde ich mit Ecke mir, wenn mit ihm mal mich unterhalten, wenn er aus seinem Urlaub zurück ist. Haushaltsbefugnisse. So, mechanische Werkzeuge haben wir. Gut, Möbelfabriken haben wir nicht, aber warte mal, wir haben doch jetzt für unsere Werkzeug in der Fabrik in der Kapkolonie Stahlwerkzeuge. Und Stahl haben wir, glaube ich, auf dem Markt. Da machen wir jetzt gerade 849. Ja, das lohnt sich. Das lohnt sich. Papier haben wir noch nichts. Viehhöfe. Viehhöfe haben wir doch. Aber Werkzeug ist teuer. Hm, das würde zwar ein bisschen Plus bringen, aber ich werde erstmal das Werkzeug noch sein lassen. Torum! Kann man sich nicht einfach die TXT-Files geben lassen, wo die Texte drin sind? Ja, wenn du die mir übersetzt, Torum. Dann gerne. Also, da kann man bestimmt Kontakte herstellen mit den Machern der Game of Thrones Mod. Ja, ich habe ja auch sehr gerne die Game of Thrones Mod gespielt zu Crusader Kings 3. Hätte da auch mal wieder Lust. KI macht es einfach. Ja, aber da muss es schon gut übersetzt sein. Also nicht irgendwie so schwach übersetzt, sage ich jetzt mal, Torum. Ich kenne mich da nicht aus. Sonst wenn es so einfach wäre, dann hätte es doch schon irgendjemand gemacht, Torum. Also irgendwas muss ja da... Irgendwas muss noch dahinter stecken. Da kenne ich mich aber leider zu wenig aus. So. Universität wird immer noch gebaut. Kohlemine wird noch gebaut. Ja, wir machen jetzt hier fleißig natürlich Minus. Wegen dem Bausektor. Gibt es eigentlich Agitatoren, die uns irgendwas bringen? Die wollen alle Monarchie. Völlige Trennung zwischen Kirche und Staat. Aber das würde uns wahrscheinlich eine Revolte der Kirche bringen. Oh, Nationalgarde. Ja, könnte man irgendwie noch holen. Aber der Rest ist irgendwie so semi-gut. Ah, Autorität ist wieder vorhanden. Autorität ist wieder da, sollte vielleicht reichen. Das ist ein guter Hinweis, dankeschön. Dann können wir sogar jetzt halt hier noch die die grüne Graskampagne lassen. Und ich packe da jetzt noch die Ressourcen, die Rohstoff-Sache dazu.
Das müsste dann die Eisenminen noch ein bisschen profitabler machen. Ja, oh ja, die macht es gleich sehr viel profitabler. Habe die Bücher und die Serie auf Englisch konsumiert. Mit den eingedeutschten Namen würde ich gar nicht klarkommen. Liana, ich habe halt alles auf Deutsch konsumiert. Ich tue mich, also ich verwende auch manchmal, wenn ich im Deutschen darüber rede, englische Namen wie Littlefinger oder so, das sage ich dann auch. Aber ich tue mich schon im Deutschen leichter mit einigen Sachen tatsächlich. Vor allem auch das Spiel zu spielen, weil es gibt doch sehr viele Texte und Events. Und im Englischen macht es das schon schwieriger, Liana. Ist dann dein Name an Liana, naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Liana Stark oder Liana Mormont angelehnt. Ja, wobei, die schrieb man mit Y, oder? Die Lianas aus Game of Thrones? Bin mir nicht gerade sicher. Aber ich muss bei Liana an Game of Thrones denken. Künstlerischer Ausdruck. Ein populäres burisches Mitteilungsblatt hat eine Erklärung von Sinéad de Broglie veröffentlicht, in der mehrere Dichter, die für ihre Sympathien für die anglikanische Kirche bekannt sind, Billigung, oh, für die Kopfsteuer aussprechen. Das ist ja perfekt. Die Kirche ist eh super loyal. Deswegen würde ich sagen, plus 7% Erlasschance. Perfekt, 26 Chance. Genau, es wird normalerweise Lyanna geschrieben. Liana. Lianara. Es ist schon anders. Ja, man muss schon sagen, der Name ist schon anders. Ja, vielleicht habe ich auch einfach Wunschdenken gehabt. Dass Lyanna Stark in meinem Chat ist. Ein bisschen Wunschdenken darf man ja noch haben. So. Ich glaube, ich werde mal wieder die andere Musik auch erlauben. So. Was ist denn Scherzo der Königin? Ah. Scherzo der Königin. Ich finde diese Victoria 2 Musik. Ich habe aber auch echt viel Zeit mit Victoria 2 verbracht, dem Vorgänger. Muss ich euch irgendwann auch mal wieder zeigen. Leute, wir brauchen dringend Bürokratie. Ich muss da ein paar Sachen verbessern. Aber die Regierungsverwaltung, ja, ich muss die mal weiter nach oben packen. Die muss dringender gebaut werden. Guten Abend, Scapa. Bringen mehrere Bataillone an derselben Front einen Mehrwert oder reicht die eine? Rafft das nicht ganz. Ja, natürlich. Ein einziges Bataillon an einer Front, das sind halt 1000 Truppen. Und wenn du 2000 Truppen hast, hast du mehr Truppen an der Front. Also je mehr du an der Front hast, desto besser natürlich. Es werden nicht immer alle, die an der Front, greift immer nur eine an. Naja, wie viel Bataillone hast du denn? Das ist unterschiedlich. Also, sagen wir mal, du hast 5 Bataillone an der Front. Dann kann es sein, dass du eine Schlacht hast, mit der immer nur, also, dass in einer Schlacht nur ein Bataillon angreift. In einer zweiten Schlacht könnten dann aber auch 3 von diesen 5 Bataillonen angreifen. Aber halt maximal 5, wenn du Glück hast, sozusagen. So musst du es dir ungefähr vorstellen. Wenn du jetzt aber, ich sag mal, da 50 Bataillone hinstellst. Ach so, du meinst Armeen, nicht Bataillone. Okay. Aber auch mehr Armeen machen auch Sinn. Es greift zwar offiziell nur eine Armee an, also ein General, aber die anderen Armeen und Generäle können so eine Offensive unterstützen und du hast dann insgesamt trotzdem noch einen Bonus, weil du mehr Truppen vor Ort hast oder einen Verteidigungsbonus. Also es kämpfen auch von den anderen Armeen die Truppen mit der Hauptarmee, die kämpft mit. Die können da auch mitkämpfen. Also sagen wir mal, du hast eine Armee mit 5 Truppen, 5 Truppen, 10 Truppen und dann kämpft zwar nur der eine mit den 5 Truppen, dann kann es aber trotzdem sein, dass der mit 7 Truppen kämpft, weil er halt von den anderen noch Unterstützung bekommt, wenn du mit allen zum Beispiel in die Offensive gehst. Also es lohnt sich schon. Das ist die Zusammenfassung also. Es lohnt sich schon. Eine Drittmeinung. Während die Debatte zur Kopfsteuer ins Stocken gerät, beantragt wieder mal, ich glaube, de Bruyne die Einsetzung einer Expertenkommission. Oh, für 5 Jahre 200 Regierungsausgaben, aber würde die Chancen erhöhen. Oder Streitkräfte verlieren an Anziehung. Dann nehmen wir doch das. Ja, das könnte vom Spiel etwas besser erklärt sein. Das stimmt euch so. Also, ich finde auch, der Militärpart, der könnte noch verbessert werden. Da sind wir alle derselben Meinung. Ja, Pierre Junior hat auch recht, man sollte nicht nur einen General haben. Wenn es zu einer Frontteilung kommt, dann braucht man auch schnell eine zweite Armee zur Verfügung.
So, die Lebensmittelfabrik dauert natürlich 88 Wochen. Ich darf, glaube ich, noch nicht so große Fabriken bauen. Die dauern halt ewig. Aber das müsste sich lohnen. Ja, sollte sich lohnen. Kohle ist immer noch sehr teuer. Es lohnt sich auch noch. Das ist schon noch in Ordnung. Aber wir haben jetzt bald kein Geld mehr. Kontaktaufnahme zum Volk. Oh, unsere Erlasserfolgschance erhöht sich immer weiter. Und die Zufriedenheit. Ein edles Anliegen und mit etwas Glück auch ein populäres Anliegen. Ich bin glücklich, dass mein Herz dieselbe einfache und unschuldige Freude empfinden kann wie der Bauer, dessen Tisch mit selbst herangezogenen Feldfrüchten gedeckt ist und der nicht nur seine Mahlzeit genießt, sondern sich auch mit Freude an jene glücklichen Tage und sonnigen Morgen erinnert, an denen er sie pflanzt, an die sanften Abenden, an denen er sie bewässert und an die Freude, die er empfand, als er ihr tägliches Wachstum beobachtet hat. Sehr schön. Ey, unsere Chancen für die Steuer steigen immer weiter, 46%, aber wir sind immer noch in der Vorstellungsphase. Es braucht doch leider seine Zeit. Ja, das Problem ist, dass halt Holz gerade immer noch so teuer ist. Wie sieht es denn mit dem Thema Eisen aus? Eisen ist gerade relativ günstig geworden. Das wäre jetzt unsere Chance, vielleicht auch auf Gusseisenbau umzuschalten. Aber dann würden wir halt sehr viel Minus machen. Minus 4000. Lohnt sich das denn? Jetzt machen wir doppelte Produktion. Ja, auf jeden Fall kostet Eisen am meisten. Schauen wir mal, ob das zu schnell war. So, eine weitere Bürgervereinigung. Das läuft doch gut. Kapkolonie. Plus 5% universelle politische Stärke. Plus 2 erwartete Mindestlebensstandards. Plus 5 Qualifikation. Wollen wir die Qualifikation in der Kapkolonie noch nutzen? Wollen wir die Qualifikation? Eine erhöhte Qualifikation ist, glaube ich, erstmal nicht schlecht. Und die Lebens... Minimale Lebenserwartung ist, glaube ich, auch kein Problem. So, wir machen jetzt nur gerade echt schnell sehr viel Minus. Was ein bisschen unangenehm ist. 32 Wochen. Ich habe gleich kein Geld mehr. Die Frage ist, ob die Briten uns ob die Briten uns einmal einen Kredit übernehmen. Hm. Jetzt sind wir gleich im Minus. Ja, ja, die Schatzkammer ist leer. Jetzt könnten wir natürlich auch erstmal den Bau stoppen. Ja, dann machen wir nur plus 300 knapp. Das da, danke für den Follow. Willkommen. Aber bevor wir halt ins Minus gehen, weil wenn wir halt ins Minus kommen, hätten wir eher ein Problem. Ein Kaffeehausgespräch. Das Gesetz der Kopfsteuer war in sämtlichen Kaffeehäusern in aller Munde. Also unser Agitator macht gute Arbeit. Das ist zwar nicht sein Hauptziel, aber er macht gute Arbeit. Das muss man ihm lassen. Interessensgruppenanziehung. Begrüßen wir diesen Sinneswandel. Ein kluger Mann sagte einmal, man solle die Stimme des Volkes nicht mit der Stimme Gottes verwechseln. Ein noch klügerer Mann nennt die Stimme des Volkes sogar verrückt. Der klügste Mann weiß jedoch, dass Genie und Wahnsinn zwei Seiten derselben Medaille sind. Man muss nur erkennen, wann man zuhören sollte. Okay. Genau, der Privatsektor baut weiter und zwar baut er mit erhöhter Geschwindigkeit sogar. Also eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Und er baut uns sogar auch einen Holzfäller. Der baut zwar noch eine Plantage im Ostkap. Schauen wir mal, ob die sich lohnt. Die füllt sich nicht. Also die Plantage jetzt war leider nicht so sinnvoll gebaut. Die füllt sich leider nicht. Naja. Wenn wir endlich mal bei der Kopfsteuer vorankämen, dann hätten wir gleich auch das Problem etwas weniger, dass wir hier so an dieser Grenze sind. Es wird eine Möbelfabrik gebaut. Was kommen Sie jetzt auf die Idee, die Möbelfabrik zu errichten? Heieiei. Unser Investitionsfonds ist auch bald wieder leer. Was passiert eigentlich, wenn der Investitionsfonds leer ist? Dann wird einfach weniger gebaut, oder? Im privaten Bausektor, richtig?
Kann man das so sagen? So, wir sind jetzt in der Debattenphase. Schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Eisen und Werkzeug ist wieder teuer. Welch Wunder. Wir haben eine inakzeptable Regierung leider. Verdammt. Verdammt. Wieso? Bitte nicht. Oh, wir sind in der Annahmephase. Bald haben wir 1000 Gold extra, hoffe ich mal. Unrealisierte Steuern. Wieso haben wir so viel unrealisierte Steuern? Steuerverschwendung? Hä? Haben wir Unruhe? Woher kommt die Steuerverschwendung? Ah, klar, Minus Bürokratie. Sorry, natürlich. Mein Fehler. Woher kommt die Steuerverschwendung? Oh Mann. Es ist schon etwas später. Boah, da gehen wir gleich richtig ins Minus wieder. Muss direkt wieder pausieren. Alle Goldreserven sind dann gleich wieder weg. Das hat sich jetzt kaum gelohnt. Ein Ultimatum für die Kopfsteuer. 15% Chance auf erhöhte Erlasschance, aber die Kirche würde etwas ihre... Oh, den Plus-10er-Bonus würden wir verlieren und das bringt uns eine erhöhte Geburtenrate. Ich glaube, mit 55% schaffen wir es doch auch so, oder? Ich würde fast sagen, ja, notfalls bekommt die Kirche ein bisschen Zulauf, aber ich will den Bonus behalten. Das ist mir gerade wichtig. Was ist denn das für ein Krieg? Zansch. Das ist so ein Koloniekonflikt. Okay. Die Briten gehen also wieder in den Krieg. Sollen sie doch machen. So. Die Überlegung ist, ich glaube, ich werde sogar die Regierungsverwaltung hier noch hinpacken. Oh, Hartholz. Aber Hartholz bringt uns halt bei der Bauverwaltung keine billigeren Kosten. Deswegen lassen wir das mal. Kriegssegelschiffe, Knappheit. Nö, ich muss im Krieg nicht helfen. Unsere Anbindung leider am britischen Markt ist gerade sehr schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Sozialräuberei. Die Bewohner in der Kapkolonie erzählen Geschichten über einen Straßenräuber, der die Reichen beraubt und die Beute den Armen gibt. Die Legende verbreitet sich rasch überall in der Kapkolonie und schadet der Unterstützung. Was? Für die Kopfsteuer? Ja, okay, macht Sinn. Dass es dem Ganzen schadet. Er ist so hinreißend, selbst als er mir die Perlen vom Hals wegstahl, konnte ich mich nicht einer gewissen Erregung erwehren. Er ließ eine einzelne rote Rose in meinem Schoß zurück, ehe er mit einem Auffächern seines Umhangs in der Nacht verschwand. Ja, die klassische Robin Hood-Geschichte, meine Damen und Herren. Also wir haben eine Eindrittel-Chance, dass die Erlasserfolgschance sich erhöht. Oh, wir haben aber eigentlich eine 66%ige Chance, dass sie schlechter wird. Und 25% der Unterschichten werden radikal. What? Oder die Erlasserfolgschance sinkt auf jeden Fall um 10%. Und wir bekommen für 2 Jahre Steuerverschwendung. Oh, das fehlt mir gerade noch. Dann machen wir wirklich Minus. Aber ich will keine Radikalen haben. Plus 25% von Unterschichten werden radikal. Das ist mir zu viel. Jetzt machen wir leider tatsächlich Minus. Verdammt. Eine Verbrauchssteuer einführen oder Regierungsgehälter senken. Kleinbürger sind mit uns übrigens sehr zufrieden. Ich werde mal die Regierungsgehälter senken. Das Prestige ist mir erstmal nicht so wichtig. So, Notfallmaßnahmen. Ja, ja, die Autorität ist auch im Minus. Das ist aber noch im Rahmen, das ist nicht so schlimm. Das ist nur plus 0% Radikale, das ist sehr wenig. So, die atmosphärische Dampfmaschine, meine Damen und Herren. Das gibt doch jetzt hoffentlich noch ein paar gute Möglichkeiten, die Kohlemine zu verbessern. Und auch unsere wertvolle Eisenmine noch auszubauen und zu verbessern.
Wobei, das kostet jetzt doch auch wieder Kohle, oder? Schauen wir mal, ob sich das wirklich lohnt. Ich meine, für alle, vor allem für die Kohlemine sollte es sich ja lohnen. Glaube schon. So, wenn wir doch jetzt endlich mal Glück hätten mit der Kopfsteuer, hätten wir ein bisschen extra Geld zur Verfügung. Und unser Marktzugriff ist halt wieder bei 85%. Das liegt halt am Krieg. Das ist unser großes Problem mit dem Markt. Glaube kennt keine Grenzen. Das ist schon wieder das mit Oranje. Dann nehmen wir wieder das, dass wir die Intellektuellen unterstützen. So, der Friedensvertrag fand statt. Hinterzimmergeschäfte. Peter Kruger. Haben wir einen neuen Agitator? Nö. Das ist einfach ein Politiker der Industriellen. Aha. Nachdem die Industriellen noch unentschlossen in der Frage waren, hat sich ihre Meinung zu der Kopfsteuer nun über Nacht geändert. Peter Kruger bezeichnet hier den De Bruyne als Strippenzieher. Hinterzimmergeschäfte. Das könnte unsere Autorität weiter senken, aber die Erlasszeit beschleunigen. Und es wäre ein Rückschlag. Während die Kopfsteuer beschlossen wird, das machen wir mal. Dann werde ich jetzt einfach mal einen Erlass hier wegnehmen. Wie viele Arbeitslose haben wir denn gerade? Das ist mal eine wichtige Frage. Okay, also Arbeitslose haben wir erstmal keine. Okay, wir werden mal im Ostkap Migrationsanziehung reduzieren. Sind wir immer noch bei minus 25, aber das ist wieder nicht so schlimm. Ja, Großbritannien hat wahrscheinlich nicht genügend Konvois, um ihre Armeen zu versorgen. Das wäre möglich. So, jetzt komm, Kopfsteuer, ich brauch dich. Wir kommen sonst nicht voran. Was macht der Privatbau? Der Privatbau baut gar nichts. Was? Was? Aber im Investitionsfonds ist doch schon wieder Geld. Wieso macht denn wieso macht der Privatbau gerade gar nichts? Ah, wartet auf Finanzierung. Eine Glashütte? Wir haben die Kopfsteuer. Jetzt verdienen wir endlich ein bisschen mehr Geld. Sehr schön. Wie sieht's denn mit Glas im britischen Markt aus? Ja, könnte besser sein. Ist so mittelprächtig. Naja. Ich kann jetzt nur leider nicht sofort wieder den Bausektor anschmeißen. Sondern wir müssen erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Geld wieder verdient haben. Weil ich ja eigentlich dringend die Regierungsverwaltung bräuchte für mehr Autorität. Keramik lohnt sich dafür. Stimmt, Porzellan ist noch lohnenswerter als Glas. Das können wir dann ein bisschen umändern, das ist richtig. Bei der Bananenplantage können wir nicht sehr viel machen, die gebaut wurde. Bei der Teeplantage auch noch nicht. Das können wir irgendwann mal bewässern, da brauchen wir dann aber auch noch andere Sachen. So, wieso habe ich hier eine Kunsthochschule? Das ist wahrscheinlich auch der Privatmarkt gebaut, oder? Ja, die Möbelfabrik läuft auch überhaupt nicht gut. Da werde ich mal Drehbänke wechseln und Luxusmöbel werden wir produzieren. Das müsste sich eigentlich richtig lohnen, weil die sind ziemlich teuer. Jetzt bräuchten wir halt auch noch Hartholz. Jetzt sind die Briten schon wieder gleich in einem Krieg mit Senegal. Im Norden, okay. So, die Möbelfabrik jetzt hier in Kapstadt. Die läuft sehr produktiv. Rang 10 in der Welt, was Produktivität angeht. Rang 9, Rang 7, wow. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. So, jetzt setzen wir mal wieder den Bausektor fort. Ich will auch mal wieder hier was bauen. Die bauen noch eine Bananenplantage im Ostkap. Noch eine Bananenplantage? Die macht aber fein nur knappes Plus. Also da gibt es viel Wertvolleres, aber gut. Ja, der Privatsektor liebt immer noch Kunsthochschulen, das ist leider richtig. So, aber wir haben gleich unsere Lebensmittelfabrik. Ja, die sollte hoffentlich einigermaßen gut arbeiten. Danach bauen wir noch einen Holz... Oder? Warte mal, bauen wir danach noch einen Holzfäller?
Eigentlich bräuchte ich mir danach eher eine Eisenmine noch, oder? Die Eisenmine kostet am meisten. Ich baue danach eine Eisenmine noch. Die läuft ja auch gut, oder? Ja, die Eisenmine läuft gut. Die können wir etwas ausbauen. Go, go, Waffen- und Munitionsfabrik, dann verdienst du an den Kriegen der Briten. Ja, das dauert aber, bis wir diese Fabriken bauen. Also bis die gebaut werden, meine ich. So, wie sieht es mit der Lebensmittelfabrik aus? Ah, die macht nur ein knappes Plus tatsächlich. Obwohl ja Weizen recht günstig ist oder Getreide. Nur ein knappes Plus. Aber wir können auch die Süßungsmittel nutzen, weil Zucker ist sehr günstig. Brennblasen lohnt sich leider nicht besonders. Spirituosen, weil die Lebensmittel so teuer sind. Dann produzieren wir lieber erstmal Lebensmittel. Finde ich gut. Produktivität, Rang 9, das ist auch in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Jetzt verdienen wir auch schon ein bisschen mehr Geld hier. Das ist doch schön. Verbrauchssteuern hier. Die Kopfsteuer bringt uns einiges. Ah, apropos, Gesetze. Gesetze, Gesetze, Gesetze. So, wir müssen das wichtige Kolonial. Oh, jetzt haben wir nur noch 11% Chance. Das war doch auch mal höher. Koloniale Ausbeutung wollen wir, oder? Das seht ihr doch genauso wie ich, dass wir die koloniale Ausbeutung wollen. Weil dann erhöht sich der Durchsatz in nicht inkorporierten Staaten dadurch. Und die Anfangsgehälter sind dort billiger. Das mit der Migrationsanziehung muss, glaube ich, nicht unbedingt, ist nicht ganz so wichtig. Weil meistens, wenn man irgendwo kolonisiert, hat man durchaus auch einige Leute, die dann dort sind. Ich würde sagen, wir machen die koloniale Ausbildung. Ausbildung was? Was meinst du? 11% bei 47% Zustimmung? Wo siehst du die 47%? Also, wo liest du was von 47%? Du meinst, du rechnest die ganzen Stärken der Parteien zusammen, oder was? Ach so, ja, so viele haben Daumen hoch. Ja, das liegt, glaube ich, also nur die Streitkräfte sind in der Regierung. Das ist das Problem. In unserer Regierung sind nur die Streitkräfte und nur die Streitkräfte wollen das auch. Aber wir kriegen aber auch nichts Besseres hin als diese illegitime Regierung. Ich hätte Umsiedlung gedacht, um mehr Briten in die Kolonien zu locken. Oder willst du die Staaten doch integrieren? Und du willst die Staaten noch integrieren, oder? Aber jeder andere Staat, auch wenn der direkt an unserer Grenze ist, der wird uns doch 20 Jahre dauern, den zu integrieren, richtig? Wir könnten hier mal eine Abstimmung machen. Platonius, bist du am Start? Könntest du mal eine Abstimmung machen, was der Chat meint? Ihr seid jetzt die Berater des Gouverneurs. Wollen wir koloniale Umsiedlung oder koloniale Ausbeutung? Koloniale Umsiedlung ist der Vorteil, man erhöht, also es gibt dort eine erhöhte Migrationsanziehung, das heißt, mehr Einwanderer kommen in das Land. Bei koloniale Ausbeutung bedeutet das, die Anfangsgehälter in nicht inkorporierten Staaten sind geringer, das heißt, man kann dort etwas wirtschaftlich besser arbeiten und der Durchsatz ist auch erhöht. Genau, das sind die zwei Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, ob Platonius gerade da ist. Ich kann ansonsten auch schnell die Abstimmung einmal machen. Machen wir das einmal kurz. Welches Koloniegesetz wollen wir? Oder kam da gerade im Chat was? Kleinen Moment. Ah doch, Platonius ist da. Ah ja, perfekt, du hast schon gemacht. Sehr gut. Jetzt musstest du wegen mir so schnell schreiben, dass du konolisieren geschrieben hast. Nur wegen mir. Okay, ihr dürft abstimmen, liebe Zuschauer. Stimmt gerne ab. Im Chat findet ihr oben die Abstimmung. Was wollen wir als Kapkolonie haben? Koloniale Umsiedlung oder koloniale Ausbeutung? Ich nutze die Zeit und bin kurz Wasser holen. Ich bin gleich wieder da.
So. Da bin ich wieder. Wie war denn die Abstimmung? Solange du deren Kultur erlaubst... Ja, aber man kann ja eine Kultur nicht so einfach erlauben oder nicht erlauben. Dafür muss man ja am besten einen Multikulturalismus bekommen. Und Multikulturalismus ist nicht so leicht zu bekommen. Also, solange du deren Kultur erlaubst und es bei dir bessere Arbeitsbedingungen etc. gibt, kommen die doch eh freiwillig zu dir ins Land. Achso, du meinst die englische Kultur. Ja, die habe ich ja erlaubt. Also, so war's. In Russland hat zum Beispiel... Siehst du auch in einzelnen Bezirken, wie viel zu dir einwandern. Kannst mit Plantagen Arbeitsplätzen und so erhöhen, bin ich der Meinung. Wir wollen nur umsiedeln. 12 zu 5 für umsiedeln. Alles klar, dann machen wir koloniale Umsiedlung. Ihr habt entschieden. Wenn wir mal eine Technokratie wollen, dann... Habt ihr jetzt schon mal einen Vorgeschmack bekommen? Oh, Protest. Haha, wir hatten gerade eine Protestbewegung. Mit dem Ziel Technokratie. Die wurde einfach wieder aufgelöst. Schade. Das wäre jetzt schon witzig gewesen. Wenn wir das hätten bekommen können. Offene Grenzen reichen, denke ich, erstmal. Das ist auch nicht so leicht, offene Grenzen zu bekommen, bin ich auch ehrlich. So, wir haben wieder ein bisschen Geld für die Eisenmine. Oh, Eisen ist gerade richtig teuer. Alter Schwede, ist Eisen teuer. Minus 3000. Hä, wieso ist jetzt denn... Jetzt kostet es uns aber nicht mehr so viel wie gerade eben noch. Ah, weil die Werkzeugfabrik... Es wird noch eine Werkzeugfabrik gebaut. Das sind gute Neuigkeiten. Der Privatsektor macht einiges richtig. So, leider muss ich jetzt schon wieder den Bau stoppen. Ich will nicht ins Minus kommen, das merkt ihr. Ja, stimmt, es herrscht noch Krieg. Koloniale Auslagerung. Eine Bewegung, die für kein Kolonialamt ist, sorgt sich, dass günstige koloniale Arbeitskräfte ihre Arbeitsplätze obsolet machen. Oh Gott. Für 5 Jahre Koloniezuwachstempo minus 50%. Ja gut, bis ich jetzt das Ding bekomme, dauert es eh relativ lang. Ich glaube, wir werden mal ihre Sorgen zerstreuen, ja. Ich habe schon Chinin auf jeden Fall zum Kolonisieren. Jano, natürlich darfst du sehr gerne eine Frage zum Spiel stellen. Selbstverständlich. Also Stucky, wir haben Chinin auf jeden Fall schon. Das ist ja schon mal eine sehr wichtige Technologie. Zivilisierungsmission würde 12 Jahre dauern. Also das haben wir erstmal noch nicht. Ich glaube Kristallglas, aber es wird automatisch schon erforscht. Die Konservenfabriken wären noch sinnvoll zu erforschen. Den Wasserrockkessel nutze ich normalerweise immer nicht. Warte mal, die Kondensationspumpe. Einen Moment. Die haben wir doch schon, dachte ich. Nee, haben wir noch nicht. Oh mein Gott, wir brauchen dringendst... nicht das. Sondern den Wasserrohrkessel. Für die Kondensationspumpe. Und danach machen wir... Konservenfabrik. So nämlich. Und dann machen wir noch... Eisenbahnen. Ja. Das finde ich gut. Dann gehen wir hier hin und hier hin. Dann haben wir industriemäßig erstmal einiges. Ich rushe immer Malaria-Vorsorge und knall Afrika voll. Mein Land kann da nichts wirklich außer kolonisieren. Ja, aber ich finde, das kann man ja nicht so richtig rushen, weil... Also... Nur 12 Jahre Zivilisierungsmission und dann... 42 Jahre Malaria-Vorsorge, also du brauchst ja dann trotzdem bis 1900 und du kannst ja in der Zeit einfach noch die ganzen anderen Sachen forschen, also so finde ich, so richtig rushen finde ich kann man da nicht ganz. Ich spiele gerne in Afrika, kann man in Mitte Afrika ohne Wasseranbindung handeln, beziehungsweise wie kann man als Kolonie seinen eigenen Markt erweitern? Das ist eine schwierige Frage, Jano, aber versuche ich ein bisschen zu beantworten. Erstmal haben wir hier eine Chance, dass die Erlasserfolgschance erhöht wird. Machen wir mal das. Wir können einen Teil dieser Argumente zustimmen. Nein! Das ist nicht passiert! Jetzt habe ich extra schon die Chance genutzt, dass minus 10% nur 25% Chance hat. Und 75% hätte uns eine erhöhte Erfolgschance geben müssen. Jetzt sind wir auf 1% runtergefallen. Oh, nein. Das wird jetzt ewig dauern. Ah.
Ist Wasserrohrkessel nicht auch wichtig, um später Arbeiter zu generieren, weil du dann viel automatisierst? Man kann damit sehr viel automatisieren, das Problem ist aber auch, dass du damit auch Arbeitslose generierst. Das heißt, wenn du genügend Leute hast, brauchst du keinen Wasserrohrkessel. Dann ist es nie sinnvoll. Wenn du aber ganz viele offene Stellen hast, dann ist Wasserrohrkessel sinnvoll. So. Genau, also Terminator versucht schon deine Frage, Janu, ein bisschen zu beantworten. Wenn du an der Küste bist, auf jeden Fall einen Hafen bauen. Und dann musst du ein Interesse setzen, wo du handeln willst. Dann kannst du mit diesen Nationen handeln. Also wenn du dann mit Frankreich handeln willst, dann machst du halt einfach ein Interesse in Frankreich. Dann kannst du mit denen Handel treiben. Genau, wenn du aber jetzt irgendwie im Zentrum von Afrika startest, dann kannst du nicht handeln mit Frankreich. Dann ist das nicht de facto möglich, Jano. Wenn du jetzt hier mit Wadai startest, dann kannst du nur mit Bornu, mit Bagirmi, Darfur und Tripolitanien handeln. Also, du kannst sonst mit niemand anderem handeln, Jano. Du musst versuchen, irgendwie an die Küste dich vorzukämpfen oder ähnliches. Sonst ist es nicht möglich. Du brauchst einen Hafen, wenn du dann richtig handeln möchtest, mit mehr Leuten. Mit der Welt, sozusagen. So, ich setze nochmal den Bausektor fort. Zollunion würde auch gehen, ja. Wobei, wenn du jetzt dann zum Beispiel in den britischen Markt gehst, dann bist du ja isoliert, dann kann ja nichts zu dir hinkommen. Also. Also man braucht schon irgendeinen direkten Weg. Also, wenn Tripolitanien und Wadai zum Beispiel im britischen Markt sind, dann wäre es ja möglich. Wenn aber nur Wadai in den britischen Markt geht, dann kann ja, dann können die Waren ja nicht nach Wadai gelangen, weil es ja keinen Weg dann dorthin gibt. Genau, ein Benachbarter muss auch im Markt sein. Oder man muss eben Zugang zu einem Hafen und zu einer Küste haben. So, die Werkzeugfabrik wird gebaut. Wieso ist eigentlich die Baueffizienz so schlecht? Aufruhr? Wir haben einen Aufruhr. Wieso haben wir denn einen Aufruhr in der Kapkolonie? Was ist der Grund? Ist das wegen dem kein Kolonialamt oder was? Wieso haben wir so einen krassen Aufruhr? Rückgang des Lebensstandards. Ja, unser Lebensstandard ist tatsächlich extrem zurückgegangen. Ah, was die Briten da mal wieder machen, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Skandal unter den Frommen. Adolphus Stapleton von der Kirche, insgeheim eine Affäre mit einem Mitglied des Klerus. Natürlich hat er das. Traditioneller Befehlshaber und ein vorsichtiger Mann. Hm. Das wird mal eiskalt ignoriert. Goldrausch. Im Nordkap wurde Gold gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Noch mehr Gold für uns. Ah, deswegen machen wir jetzt so viel Geld, oder? Ja, wir müssen aber auch knapp jetzt 3000 an die Briten abgeben. Das waren vorher nur 1000. Das war safe ein Fake-Bart. Ja, der sah aus wie 12, das stimmt. So, wollen wir jetzt eine Migrationsanziehung für 2 Jahre erhöht haben? Oder den Durchsatz der Felder? Ich glaube den Durchsatz, weil der Durchsatz heißt ja, wir verdienen mehr Geld. Den erhöhen wir jetzt nochmal, den Durchsatz. Ja. Jetzt können wir uns gerade den Bausektor sogar leisten und machen plus dank des Goldes. Das ist ja genial. 2100 Gelddruck. Sehr schön. Ausgezeichnet. So, jetzt bauen wir dann gleich die Regierungsverwaltung, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mehr Bürokratie zur Verfügung haben. Das kann ja nicht wahr sein. So, das Gold wird uns jetzt auf jeden Fall hier voranbringen. Das ist sehr wichtig. Hey, wir sind bei 17% Chance. Ich weiß gar nicht, wie wir die jetzt... Ah, die Kirche ist dafür! Oh mein Gott, zum Glück. Die Kirche ist für die Kolonisierung. Kristallglas für die Glashütte, das schauen wir uns gleich mal an. Da haben wir aber Glück gehabt. Genau, ein Land in der Mitte Afrikas zu spielen ist unfassbar schwierig. Also, das ist echt hart. Unsere Glashütte und wir hätten Nitroglycerin. Die Frage ist, wollen wir Leben riskieren für den Profit? Wie sieht das der Chat? Wollen wir Nitroglycerin einsetzen oder nicht? So, Werkzeugfabrik läuft sehr gut. Wo ist unsere Glashütte?
Dann machen wir erstmal Kristallglas. Das kostet uns zwar Blei. Aber schaut mal hier, mit der Keramik und mit dem Glas. Blei ist nicht so teuer, das passt wunderbar. Ich spiele immer bei Ruanda die Ecke. Ist Ruanda im Osten hier? Begge, was? Begge der? Kenne ich gar nicht die Nation. Wurde die gegründet, Begedemmer? Ach stimmt, das würde ja Kohle kosten, richtig? Nitroglycerin. Wobei, ich könnte das ja erstmal bei der Kohlemine machen, aber es würde halt die Sterblichkeit erhöhen. Ich mache das immer so ungern. Aber Sprengstoff kostet es ja vor allem, ne? Dialektik. Genau, das kostet ja gar keine Kohle, sondern Sprengstoff, der Nitroglycerin. Und Sprengstoff? Wie sieht denn Sprengstoff auf dem britischen Markt aus? Na, ist so mittig. Minus 200. Weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Was meint ihr? Am See spielst du? Du spielst dieses winzige Ruanda bei Ruanda. Echt? Boah, das stelle ich mir richtig hart vor. Also da kannst du ja kaum... Also gut, du musst halt versuchen, alle zu erobern und dann kommen die Briten. Du kommst ja gar nicht ans Wasser. Das ist echt hart. Ich meine, wenn du Kohleknappheit hast, macht Sinn, sonst eben nicht. Ach so, nur wenn man Kohleknappheit hat. Zwielichtige Verbindung. Na, die Erlasszeit ist mir eigentlich relativ egal. Die kann auch ruhig ein bisschen erhöht sein. Ist nicht so schlimm. Glaubensfreiheit beschließen, das würde ich auch jetzt sehr gerne machen. Ha, das ist das Unschöne. Man kann halt nicht mehrere Gesetze gleichzeitig beschließen. Wir müssen hier immer ewig warten. Unser Bruttoinlandsprodukt ist übrigens Rang 40 in der Welt. Das ist gut. So, wie lange dauert die Regierungsverwaltung? 50 Wochen. Ja, weil jetzt halt die Baueffizienz da katastrophal ist. So, hier wurde Frieden... Aber wieso haben wir so eine... Wir haben ja einen extrem hohen Aufruhr. Kann mir das irgendjemand erklären, was das Problem ist? Also liegt das wirklich am kein Kolonialamt? Frage ich mich. Komm, 2-3 BVB, danke für dein Prime-Abo im zweiten Monat. Vielen Dank, komm. Ach so, einfach weil ich so viel Radikale habe. Ja. Das ist ein Problem, das weiß ich, die Radikalen. Ich müsste die Steuern hier mal senken. Ich werde mal die Verbrauchssteuer abschaffen. Die Frage ist, machen wir eine Not... Wir machen mal eine Notsozialhilfe hier. Und in der Kapkolonie könnten wir fast sagen, da haben wir jetzt schon sehr viele Industriegebäude. Da werde ich mal eine Fertigungsförderung noch reinpacken. Wir haben aber, glaube ich, keine Arbeitslosen vor Ort. Ich meine nicht, dass wir Arbeitslose haben. Nö, zwei Arbeitslose. Und eine Verwaltung baue ich gerade in der Kapkolonie. Diskriminierung, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Problem, das stimmt. Das ist richtig. Jetzt haben wir leider nur noch 8% Chance. Wir nehmen mal ein bisschen die Haltung an. Okay, Marktzugriff im Nordkap nur bei 91%. Ah, ja. So, hier wurde Frieden geschlossen. Ja, da bräuchten wir halt mal eine Eisenbahn, das haben wir noch nicht erforscht. Ich dachte, Eisenbahn wird noch nicht so... Ja, wobei, er kommt auch noch, die Eisenbahn. Das wird hart, 8% hier voranzukommen. Das wird hart. Brauchen wir ein bisschen Glück. Das mit den Radikalen ist echt ein bisschen... Wir haben aber auch sehr viele Loyalisten. Aber die Radikale... Die Radikalen machen mir Probleme. Ich könnte noch brutales Durchgreifen machen fürs Erste. Um die Abzüge zu reduzieren. Machen wir das mal für eine gewisse Zeit. Dadurch machen wir wieder mehr Geld und es
kann schneller gebaut werden, oder? Dachte ich jedenfalls. Ach ja, hier oben könnte ich natürlich auch einfach den Erlass reinpacken. Den Straßenerhalt. Oh, eine inspirierende Rede. Das ist doch genau das, was wir gebraucht haben. Perfekt. Das erhöht die Chance. So kleine Länder zu spielen, finde ich viel schwerer als Großbritannien oder Frankreich. Ja. Richtig. Pierre Junior. Genau, wir können mal gucken, was meinen Bewohnern fehlt. Das stimmt. Aber hier, die ausschlaggebenden Faktoren sind plus 25% aus unerfüllten Forderungen von Protestbewegungen. Also der Großteil kommt wirklich von diesen Protestbewegungen. Aber da arbeiten wir, also ja. Wir arbeiten daran. Das Gold funkelt schon, das stimmt, ja. Ja. Was machen wir denn da jetzt? Machen wir das mit der Infrastruktur? Die Frage ist, was hole ich denn, was mache ich wieder weg? Sozialhilfe. Also bei Sozialhilfe zahle ich ja, glaube ich, gar nichts. Dann nehme ich das wieder weg. Dann nehme ich erstmal den Straßenerhalt ins Nordkap hin. Das Ziel dieser Runde, grundsätzlich wollen wir unabhängig von den Briten werden und ein starkes Südafrika aufbauen, HSV Masters. Ist aber nicht so einfach. Ja, die Glaubensfreiheit, die will ich ja gerne umsetzen, aber das geht ja jetzt. Das geht ja erst, wenn wir die koloniale Umsiedlung haben. Das ist ja schwierig. Die Ionischen Inseln haben eingelenkt. Dominion der Briten, ja. Ja, da steigt schon die Radikalität. Ja, wie gesagt, wir wollen ja Glaubensfreiheit. Können wir nur noch jetzt nicht machen. So, wir haben aber eine erhöhte Chance um 15%. Dafür verlieren die Streitkräfte Zustimmung, habe ich kein Problem. Jetzt haben wir 37% Chance. Komm schon, das muss doch jetzt mal reichen, dass wir diese koloniale Umsiedlung endlich hinbekommen. Also, die drei Phasen, die wir brauchen. So, warte mal, haben wir knapp jetzt genügend... Mir fehlt ein halber Bürokratiepunkt gerade, um hier mal bei der Bildung voranzukommen. Habe ich das Gebäude jetzt schon... Ist das schon ausgebaut, voll? Ja, natürlich. Es ist voll ausgebaut und es reicht nicht. Wir können aber hier noch eine Verbesserung machen. Standardisiertes Ablagesystem. So, jetzt haben wir nämlich genügend Bürokratie. Und bauen endlich mal Stufe 3 der Bildung. Ja, das würde jetzt halt die Grundbesitzer erhöhen. Da müssen wir erst das Gesetz ändern, bevor ich das steigere. Und das Thema Sterblichkeit werde ich mal um zwei... Also Gesundheitssystem werde ich auch um 2 Stufen verbessern. Wurde aber auch Zeit. Das wurde aber auch Zeit, Freunde. Jetzt gibt's eine Revolution. Wieso gibt's denn jetzt eine Revolution? Die Bauern erheben sich in der Kapkolonie. Da gibt es aber, glaube ich, keine Armee, oder? Nö. Die haben keine Armee. Ich habe aber gelernt, Revolutionen können auch noch den Ort wechseln und dann haben sie plötzlich eine Armee. Nur die Hauptstadt können sie nicht erreichen. In der Hauptstadt habe ich 5 Militäreinheiten. Ich habe die aber halt auf niedrigstem Level. Das Problem ist, wenn ich jetzt die Militäreinheiten verbessere, dann gibt es halt diesen... Dann gibt es ja das Problem mit dem... Ihr wisst, was ich meine. Die Ausrüstungsanpassung. Aber ich werde sie mal auf Linieninfanterie wenigstens packen. Und auf mobile Artillerie. So, das machen wir einfach mal. Wobei, warte mal, Einberufungszentrum. Ne, Einberufungszentrum lasse ich mal. Weil die könnten ja was einberufen, dann soll das eine schlechte Armee sein von denen. Ja. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Vielleicht bringt uns das auch ein bisschen im Prestige voran. Ah, nee, nicht so richtig. Hohe Chance auf Revolution. Naja, die Landbewohner sind auf minus 10 gegangen. Also, die Landbewohner machen ja auch die Revolution. Natürlich sind die auf minus 10 gekommen. Oh, und unsere Regierung ist kurz vor der völligen Illegitimität. Wir brauchen jetzt noch schnell dieses Gesetz. Sonst wird's kritisch.
irgendeinen Krieg von den Briten. Der Rebellenarzt. Ein Arzt in der Kapkolonie wurde dabei erwischt, wie er verwundeten Dissidenten und Revolutionären geholfen hat. Seine Unterstützung hilft nicht nur seinen Patienten, sondern ermutigt auch die gesamte Rebellenbewegung. 2% der Akademiker-Pops in der Kapkolonie werden radikaler, 20% der Akademiker-Pops. Ja, dann nehme ich doch die 2%. Ich verstehe noch nicht ganz, wieso sollte man hier das obere wählen? Also dann nehme ich doch lieber die 2 anstatt die 20%, oder? Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt mal die Landbewohner in ihre Grenzen bringen. Wäre schön, wenn man sich mit den anderen Kolonien wie Kanada oder Indien absprechen und gemeinsam unabhängig werden könnte. Das stimmt, Picknicker, da gebe ich dir recht, das wäre sehr cool. Das wäre sehr cool. Der Heilige Bund. Angesichts des Krieges, der die Nation verschlingt, können und müssen wir versuchen, unsere Differenzen beizulegen. Ein Aufruf zur Verteidigung unserer Nation könnte viel dazu beitragen, die Unruhe zu Hause zu besänftigen. Wir müssen allerdings unseren Gegner auch etwas anbieten. Oh. Kapkolonie erhält Heiligen Bund für 2 Jahre plus 3 Interessensgruppen Zustimmung. Von der gesamten... Dann würden wir gleich 2 Boni bekommen von Intellektuellen und Kleinbürgern. Und die würden alle politische Stärke bekommen. Also ich finde es jetzt nicht so toll, dass die Landbewohner politische Stärke bekommen, aber der Rest kann gerne politische Stärke bekommen. Ich finde das eine gute Idee. In unserem großen Kampf ruft die Nation all ihre Söhne dazu auf, vorzutreten und ihre Familien zu verteidigen. Und sie ruft alle Parteiführer dazu auf, vorzutreten und zu versprechen, dass wir gemeinsam bis zum Tag des Sieges weiterkämpfen werden. Dieser Heilige Bund wird nicht wanken und wird nicht zerbrechen angesichts von Not und Feindseligkeit. Ja, wahrscheinlich war das eine landesweit und das andere für den ganzen Staat, also. Aber das wurde nicht so gut beschrieben. Ja, dann nehmen wir das doch. Dann würde die Revolution enden, oder? Weil dann sind sie bei minus 9, die Bauern. Ja, das war's mit der Revolution. Aber nur für 2 Jahre. Wir sind jetzt in der Debattenphase, das ist gut. Wir sind also in der Debattenphase. Wir bauen weitere Werkzeugfabriken. Holz und Eisen ist nach wie vor ein Riesen. Alter, Eisen. Essen ist ja echt ein Problem hier. Wir brauchen viel mehr Eisen. Beim Eisen könnte ich wirklich mal Nitroglycerin verwenden, glaube ich. Das machen wir jetzt mal. Oh nein, haben wir jetzt echt eine illegitime Regierung bekommen? Boah, wir sind exakt bei 25 gerade. Wenn wir unter 25... Nein, 24! Dann kann nämlich das Gesetz nicht weiter durchgehen. Dann stagniert das nämlich. Aber die Kirche ist doch immer noch dafür, oder? Ich muss das jetzt mal kurz austesten. Die Kirche ist doch offiziell noch auf unserer Seite. Ist das richtig? Ja. Dann reicht doch eine legitime Regierung mit der Kirche. Hier. Grundbesitzer und Kirche. Das würde leider auch wieder für ein paar Radikale sorgen. Aber jetzt müssen wir das erstmal so probieren dann. Sonst, jetzt ist halt die Chance dadurch wieder leider etwas reduziert worden. Wobei 28%, das ist doch nicht schlecht. Hä? Warte mal. Hä? Jetzt habe ich eine illegitime Regierung von 7? What? Krass, jetzt kann ich einfach hier Industrielle an die Macht bringen. Ich meine, das wäre super. Warte mal. Sind nicht auch Industrielle dafür? Da waren doch ein paar dafür. Ja, Industrielle und Intellektuelle sind dafür. Oh, perfekt. Die neue Regierung. Sie wird eingeleitet. Zwischen 50 und 75. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch jetzt eine Regierung aus Industrielle und Intellektuelle. Krass. Ja, perfekt. 55% Erfolgschance. Das ist ja perfekt. Es gab einen Regierungswechsel und wir haben noch immer denselben Präsidenten. Industrielle an die Macht. Hellrig, so schaut's aus. Das machen wir. Schön, dass du reinschaust. Hallöchen. The Ben Jig schreibt, ich glaube, du kannst nur keine neuen Gesetzesentwürfe vorschlagen, wenn deine Regierung illegitim ist. Ein bestehendes geht weiter. Meines Wissens stoppt das. Ich habe das schon öfters gehabt. Normalerweise müsste das stoppen. Warte mal, das können wir ja mal nachlesen. Das steht ja hier. Hier. Da. Kann keine Gesetze beschließen. Ach so. Ich dachte aber, dass das nicht weiterläuft. Vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, industrielle und intellektuelle ist auch meine Lieblingskombo. Das ist echt eine schöne Combo. Da werden wir einige Sets jetzt gleich machen können, glaube ich. Als erstes werden wir die Berufspolizei einführen. Das schwächt nämlich die Grundbesitzer weiter. Das ist wichtig. Wenn wir jetzt endlich mal Glück haben und kolonisieren dürfen, dann fehlt uns aber jetzt schon das Thema Bürokratie. Das japanische Shogunat lenkt ein. Was hatten die für einen Krieg geführt gegen die Briten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gewalt eskaliert in der Kapkolonie. Demonstranten und die Polizei. Polizei, ja. Die Polizei soll klein beigeben. Die Frage ist, wo baue ich jetzt noch eine Regierungsverwaltung? Ah, wir könnten hier im Osten, in Ostkap, noch eine Regierungsverwaltung mal gebrauchen. Aber erst baue ich den Holzfäller. Guck mal, was dein Admiral für eine Interessensgruppe ist. Nicht, dass der auch Landbewohner ist. Der ist Gewerkschaften. So, wir haben jetzt den Wasserrohrkessel. Der war sehr wichtig, denn jetzt können wir nämlich die Kondensationspumpen nutzen. Warte mal, das möchte ich mir mal gleich hier anschauen. 2881. 4030. Und die Eisenbahn haben wir auch. Bevor ich es vergesse, plane ich dann hier hinten schon mal eine Eisenbahn ein. Perfekt. Perfekto. Molto bene. Molto bene. Das sieht doch alles gut aus. Und wir haben die koloniale Umsiedlung, meine Damen und Herren. Es hat nur Ewigkeiten gedauert, aber jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. So. Neues Gesetz. Oh, nur 17% Chance, Berufspolizei. Oh, kulturelle Ausgrenzung. Aber es ist dieselbe Chance. Halt, warte mal, gibt es immer noch. Ah, es gibt doch. Glaubensfreiheit beschließen. Vielleicht machen wir dann erst das Thema mit der Glaubensfreiheit, weil das gerade wichtiger ist. 36% Chance, ja, das machen wir mal. Das machen wir. Ist dann die Kirche gegen uns? Naja, plus 9, das geht. Kirche ist in Ordnung. So, ich wollte gerade irgendwas noch machen. Ach ja, kolonisieren. Wäre doch mal schön, oder? Wenn wir loslegen würden. So, das Schöne ist, wir können hier überall Kolonien gründen. 1000 Tage. 2000 Tage. 10.000 Tage, das lassen wir. Das mit den 10.000 Tagen wegen schwerer Malaria lassen wir mal schön sein. Wie breche ich denn das wieder ab? Damit. So. So, wir kolonisieren an unseren Grenzen. Ein weites Interesse kann ich ja sowieso aktuell nirgendwo erklären. Das würde sich natürlich im Niger-Delta sehr gut ergeben, aber geht aktuell nicht. Lohnt sich der Staatsatheismus? Also meiner Ansicht nach lohnt er sich nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Roleplay-Thema, wenn man das machen möchte, aber weil es diskriminiert ja alle Religionen. Also das ist so das gegenteilige schlimme Übel. Der Balken läuft zwar voll, aber das nächste Ereignis wird nicht ausgelöst, bis die Regierung wieder legitim ist. Genau, so war das also. Danke für den Hinweis. Genau, ja. Eine Teeplantage wird wieder gebaut. Okay. Eisen könnte besser laufen. Wir zahlen halt so viel Geld an die Briten. Das ist schon nicht mehr feierlich. Waren für Militärgebäude. Ja, theoretisch ist jetzt die Revolution. Ja, ist die Frage. Könnte die Revolution nicht wieder zurückkommen? Minus 5? Na, ich glaube, das haben wir sogar fast wieder im Griff. Ich werde, glaube ich, meine Armee wieder. Wobei, wisst ihr was? Ich werde nur einen Teil der Armee wieder.
Schwächen, um Geld zu sparen. Den Teil lasse ich mal in unserer Hauptstadt. Ja, der Investitionsfonds sieht sehr gut aus, über 1 Million. Aber ich kann jetzt den Bausektor nicht erhöhen. Also ich meine, ich könnte schon den Bausektor erhöhen, aber dann kann ich halt selbst nicht mehr bestimmen, was wir bauen, weil ich es mir nicht mehr leisten kann. Deswegen mache ich es mal noch nicht. Papa will seinen alten Posten wieder haben. Hopp, hopp, Berufspolizei. Ja, nach der Glaubensfreiheit machen wir die Berufspolizei. Das ist schon im Plan. Der politische Wille und die Wünsche der unteren Schichten werden auf ewig undurchschaubar bleiben. Aus und irgendeinem Grund hat sich die Unterstützung für die Glaubensfreiheit in der Kapkolonie verbreitet wie ein Lauffeuer. Das ist doch schön. Ist doch sehr gut. Oh, 20% der Unterschichten werden loyaler. Das ist mir fast noch wichtiger. Zack, das sind 30.000 Loyalisten auf einen Schlag. Sehr gut. Das ist eine gute Sache mit den Loyalisten, weil die erhöhen dadurch auch extrem die Zustimmung. Also schaut mal hier, die sind alle super loyal. Nur die Landbewohner sind nicht loyal. Fast alle anderen haben plus 10. Dadurch haben wir einen Bonus nach dem nächsten hier. Und wir könnten einen Agitator einladen. Geheimpolizei? Nee, die wollen wir nicht. Aber im Rest geht's nicht, okay. Subventioniere ich den noch Eisen? Ich glaube, das habe ich doch irgendwann beendet. Das habe ich relativ schnell zu beendet, Terminator. Das siehst du ja hier bei fixe Landesausgaben. Wir subventionieren nichts mehr. Das hätte ich auch nicht mehr gemacht. Ein Ressourcenboom bei unseren Eisenminen. Jawoll! Warte mal, das schauen wir uns doch gleich mal an. 4.400 und jetzt 6.500 wöchentlicher Salto. Das läuft richtig gut jetzt. So richtig gut. Wir werden noch mehr Eisenminen bauen. So, ich habe jetzt hier noch eine Regierung. Oh, ich habe ein Stahlwerk, hat der Privatsektor einfach mal gebaut. Dann nehmen wir doch gleich das Bessemer-Verfahren. Ah, der Wasserrohrkessel mache ich mal noch nicht. Aber das Eisen ist so teuer, da lohnt sich halt das Stahlwerk eigentlich nicht unbedingt. Peter Maritzburg. Aha. So, unsere Kolonisierung schreitet hier voran. Wir machen knappes Minus. So, wir können bei der Kolonisierung noch schneller voranschreiten. Ich würde sagen, beim Gesundheitssystem auch. Und ich nehme schon mal die nächste Stufe bei dem Thema Gesetze, weil ich hoffe, dass wir gleich die Glaubensfreiheit haben. Religiöse Korruption aufgedeckt. Sind es die Seelen der Menschen oder ihre Brieftasche, die unseren Priestern wirklich am Herzen liegt? Ist dieses Gold für höhere Aufgaben? Ja, finde ich gut. Plus 10% auf Glaubensfreiheit. Konservative Fabrik. Das wäre... Was ist eine konservative Fabrik? Die beste Idee und die beste Beschreibung der konservativen Fabrik bitte jetzt in den Chat, liebe Zuschauer. So, die Konservenfabrik. Wir haben eine Konservenfabrik. Oder eine Lebensmittelfabrik in der Kapkolonie hier. Und da können wir jetzt schön mit Eisen und Fisch das Ganze normalerweise verbessern. Ja, das lohnt sich. Spirituosen würde sich zum Teil lohnen. Sehr knapp. Jetzt nicht mehr. Dann lassen wir es mal. So, Backpulver wird sich auch für uns noch mega lohnen. Backpulver erforsche ich doch auch, oder? Ja, Backpulver erforsche ich auch. Sehr gut. Knochenporzellan, das könnte man dann auch gebrauchen. Und danach haben wir alles bei Stufe 3. Dann können wir auf Stufe... Ja, Dynamit wird dann für unsere Minen sehr wichtig. Ein Agitator erscheint, der will Der kommt jetzt und will koloniale Ausbeutung beschließen. Was bringt mir denn der Mann? Was bringt mir denn der jetzt mit koloniale Ausbeutung? Er ist aber auch ein Kriegstreiber. Er ist für Berufsarmee, das haben wir. Er ist eigentlich für Masseneinberufung. Er billigt die koloniale Umsiedlung, will aber gerne koloniale Ausbeutung haben. Ja. Naja, gut. Den hätten wir mal früher gebraucht. Aber wir beschweren uns nicht. Niedriger Lebensstandard. Kapkolonie Zululand. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt.
Staat in der Kapkolonie? Ach, schau mal hier! Das ist ein eigener Staat geworden. Durch die Kolonisierung. Oh, wir haben jetzt die Glaubensfreiheit. Sehr gut. Nur fehlt uns jetzt ein bisschen die Autorität. Aber jetzt werden wir erstmal bitte Berufspolizei einführen. Und ich muss irgendwo die Autorität wieder was wegnehmen. Nehmen wir, würde ich sagen, erstmal die... Vielleicht die Migrationsanziehung? Ich nehme jetzt hier mal die Migrationsanziehung weg. Die Eisenbahn habe ich schon in Auftrag gegeben. Ja, wir könnten den Erhalt mal wegmachen. Das ist sogar 12 von 12 aktuell. Die Eisenbahn habe ich schon in Auftrag gegeben. Die muss ich vielleicht ein bisschen höher ranken. So, Glaubensfreiheit, Protestbewegung hat sich aufgelöst. Jetzt gibt es wirklich koloniale Ausbeutung als Protestbewegung. Das ist ja traurig. Eine Konservativenfabrik ist eine Großmanufaktur, wo CDUler gebacken werden. Pseudofee, sehr schöne Beschreibung. Es gibt eine Protestbewegung, um die örtliche Polizeidienststelle zu bewahren, aber es ist sehr niedrig. Das Gute ist, unsere Grundbesitzer haben nicht mehr viel zu sagen. Wann gibt es denn eigentlich... Ach, ich wollte gerade sagen, die erste Wahl. Kann es sein, dass wir die Wahl gar nicht mitbekommen haben, dass Peter Kruger unser neuer Gouverneur wurde? Ich meine, der Typ ist auch sehr unbeliebt, aber er ist Kolonialverwalter. Es gibt uns einen Bonus beim Kolonialisieren. Industrieller Kriegstreiber. Ja, wir können leider keinen... Was heißt leider? Wir können keinen Krieg führen. Die Briten erlauben uns leider keinen Krieg zu führen. Das ist tragisch. Oh, schaut mal. Ein riesiger Radikalenaufstand. Demokratische Republik. Die Demokratische Republik kämpft gegen die Zweite Republik. Ey, die wissen auch nicht, was sie wollen. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist immer noch so traurig, dieses geschwächte Bayern zu sehen. Ich meine, dieses Bayern besteht ja nur noch aus Franken. Das wäre schön, wenn die sich einfach umbenennen würden. Ja, Hellrich, ich bin genauso entsetzt. Dafür müssen wir erstmal unabhängig von den Briten werden, dass wir unsere eigenen Kriege führen können. Aber wir können ja noch nicht mal Diplomatie mit den Franzosen oder so machen, weil wir immer noch eine kleine, unbedeutende Macht sind in der Welt. Was ist denn das? Klauselflausen? Die anglikanische Kirche und die Grundbesitzer sind sich über die Semantik in einer Klausel zur Berufspolizei uneins. Ich möchte auf die Auflage aufmerksam machen, dass das Tragen von Rüstungen innerhalb dieser ehrwürdigen Hallen untersagt ist. Worum geht es diesmal? Der Wortlaut sagt nichts darüber aus, ob man die Rüstung nur nicht tragen darf oder ob man sie innerhalb dieser Räumlichkeit nicht einmal im Besitz haben und mit sich führen darf. Das hieße ja, dass man sich nicht einmal als Schmuckstück tragen dürfte, weil man sonst gegen das Gesetz verstößt. Das nenne ich wirklich mal Klauselei. So, die Kirche könnte etwas Zustimmung bekommen oder die Grundbesitzer. Ja, wem geben wir jetzt mal eher Zustimmung? Kirche oder Grundbesitzer? Wie mächtig sind die denn aktuell? Politischer Druck 15%. Politischer Druck 13%. Die Frage ist, wie viel werden wir noch gegen die Grundbesitzer beschließen, wo wir es jetzt ein bisschen zufrieden stimmen könnten für 5 Jahre? Ich meine, was wollen wir denn als nächstes beschließen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel wir noch beschließen können. Keine Migration. Das sind Landbewohner, Gewerkschaften und Kleinbürger dagegen. Das wäre egal. Was ist denn das für eine Kuh, die ganze Zeit im Hintergrund zu hören ist? So. Hallo Lucky Luke. So. Und ich weiß... Ich weiß wieder einmal nicht, welcher Lucky Luke es ist. Es ist der Wahnsinn, wie viele Lucky Lukes regelmäßig hier reinschauen. Was wollten wir denn noch ändern? Proportionalsteuer haben wir eh keine Chance.
bei den Pachtbauern. Das wurde beim letzten Patch eingeführt. Da kann man eine Agrarindustrie zum Beispiel machen. Da wären die Grundbesitzer aber auch dafür. Das ist mal bei Laissez-faire. Eigentlich haben wir gar nichts mehr so richtig, wo die Grundbesitzer dagegen sind. Selbst hier wäre es kein Problem. Nö. Ich glaube, wir werden das mehr eher machen. Der Echte. Okay, der Echte. Das ist sehr gut. ja, wir werden die Kirche mal ein bisschen stärken. Aber das sagen sie alle. Das ist das Problem wahrscheinlich, dass sie das dann alles sagen. Und dann kann ich es doch nicht wieder unterscheiden. Ja, zu Corborn habe ich so einiges vor. Zusammen mit der Streamerin Lotti. Also da planen wir wirklich was Großes, was Schönes. Ein tolles, eine tolle Roleplay-Stadt. Mit ganz vielen Leuten, wo wir alle dann gemeinsam die Sachen sammeln, schmieden, craften, bauen. Alles, was dazu gehört. So, wir bauen hier unsere Eisenmine. Oh, was ist denn das für ein spannender Name? Doguan Adolukral. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Danke für den Follow, willkommen. So, also die Eisenminen laufen auf Hochtouren. Die aktuelle Eisenmine wurde jetzt gebaut. Perfekt. Egal. Okay. Aber wie nenne ich dich denn am besten dann? Also nenne ich dich Dogu? Oder Doguan? Oder Lukral? Oder wie willst du genannt werden? Dog? Such dir was aus. Es ist ein sehr langer Name. Doguan Adolo Lukral. Hat bestimmt einen schönen Hintergrund, der Name. Sprengstoff ist ein Problem, obwohl die Briten Nummer 1 sind. Top G? Was? Top Gun oder was? Also, was meinst du mit 12? Berufspolizei 16% Chance. Okay. Abweichler tanzen aus der Reihe. Die kleinen Bürger. Oh nö, bitte nicht. Ich glaube, ich hole mir da jetzt erstmal einen Rückschlag. Ja, wir holen uns den Rückschlag. Den einen können wir machen. Weil 12 im Namen ist. Ach so, du meinst, ich soll ihn 12 nennen. Ah, ja, das. Okay, da war ich jetzt nicht schnell genug, um das zu begreifen. Ach, schau mal, die bauen schon eine Eisenbahn. Die privaten Kapitalisten. Aber sie bauen sie im Ostkap. Wir brauchen sie doch im Nordkap. Da fehlt uns die Infrastruktur. Im Ostkap ist alles... Ja, wobei im Ostkap brauchen wir auch bald eine. Okay, ist nicht so schlimm. Ja, genau, also. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ja, schön ist das schöne Südafrika. Wir kriegen das schon zu einer blühenden Nation. Ich meine, unser Bruttoinlandsprodukt ist auf Rang 36 in der Welt gestiegen. Alphabetisierung ist Rang 28 in der Welt. Also bei den Punkten sind wir ganz gut dabei. Ein Lebensstandard könnte besser sein. Und unsere Kolonisierung wird jetzt hier langsam voranschreiten. Was machen wir eigentlich mit dieser kleinen Kolonie hier? Die ist ein bisschen, die ist nicht so richtig angeschlossen. Aber ich meine, was soll ich da groß machen? Die Bevölkerung verarmt dort, aber die... Wieso haben wir da keine gute Anbindung? Zieht 12-mal schneller als sein Schatten. Wie läuft das Stahlwerk? Da schauen wir gerne mal nach. Das Stahlwerk läuft in Ordnung. Es läuft jetzt nicht richtig gut. Produktivität von 9,7. Könnte besser sein. 196 wöchentlicher Saldo. Ja. Geht so, weil halt das Eisen so teuer ist. Aber wir bauen ja noch mehr Eisenminen. Tatsächlich könnten wir wirklich die ganze Zeit aktuell Eisenminen bauen. Ich meine, das ist ja auch in unserem Interesse, dass dadurch die Kosten für den Bausektor gesenkt werden. Deswegen bauen wir weitere Eisenminen einfach. Nachdem dann auch gleich noch diese Eisenbahn gebaut wird. Die mache ich mal, die ist noch wichtiger als die Werkzeugfabrik. Frieden, die Briten haben den Frieden geschlossen. Werkzeug haben wir minus 3000, ist trotzdem nicht so teuer. Oh, so langsam kommt die Zeit der Motoren. Na gut. Hinterzimmergeschäfte, die natürlich wieder mal Probleme machen. Oh, noch geringere Autorität. Da muss ich leider wieder einen Erlass wegnehmen.
Ich nehme jetzt mal den Bildungserlass weg. Wir haben nämlich immer noch keine Arbeitslosen. Wir haben eher das gegenteilige Problem. Wir haben bald... Doch im Zululand haben wir Arbeitslose, wenn die halt mal noch da wandern würden. Aber im Zululand wurde doch auch schon was gebaut. Ja. Da können wir auch Kohleminen bauen im Zululand. Und auch Holzfäller. Okay. Was lohnt sich denn aktuell mehr? Ich glaube, der Holzfäller lohnt sich richtig. Ja. Können wir mal da noch einen Holzfäller planen, dass die... Das geht nicht. Für Kapkolonie. Achso, ich habe mich verklickt. Hier. Hier wollte ich den Holzfäller bauen. Sehr schön. Jetzt sehen doch die Zahlen alle relativ gut aus, nur dass wir halt immer noch unter der Knute der Briten stehen. Kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen Gold dazu? Oh ja, da gibt's auch Goldfelder hier. Ja, schönes Gold. Oh mein Gott, wir haben den zweiten Rückschlag schon. Jetzt wird's ein bisschen kritisch, wir dürfen keinen Rückschlag mehr bekommen. Ein strenges Ultimatum, um die Parteien in Sachen der Berufspolizei auf Linie zu bringen. Wir sind ja Teil des britischen Marktes und wir haben kaum Konvois. Ich glaube nicht, dass wir sinnvoll Eisen importieren können. Wir haben auch kaum Bürokratie dafür, Terminator, würde ich sagen. Toll, 15% Chance auf plus 10% Erlass. Das ist halt sehr gering. Oder... Ja, die Intellektuellen bekommen ein bisschen was. Die Intellektuellen können auch durchaus mal ein bisschen Zustimmung verlieren. Das wäre nicht so schlimm. Johann de la Rey könnte dauerhaft ins Exil gehen. Ich meine, gut, 2% Unterschichtenpops werden radikal, ist nicht so toll, aber wir machen das hier mal für die Chance, für die 15%ige Chance auf erhöhte Erfolg. Wir hatten kein Glück. Schade. Wir hätten ja auch mal ein bisschen Glück haben können, nicht wahr? So. Okay, die Eisenmine ist gleich gebaut. Mechanisierte Werkstätten. Bei unserer Möbelfabrik. Können wir in der Kapkolonie was ändern? Das kostet halt wieder teure Werkzeuge. Aber es lohnt sich schon noch. Ja, meine Regierung wird dann schwächer, das ist richtig. Das stimmt leider. Johann de la Rey hat auf seiner einwöchigen Rundreise durch das Land Kontakt aufgenommen mit den Landbewohnern. Ach, das ist doch mal wieder super. Ein Hoch auf diesen Mann. Das erhöht unsere Chance auf 30% immerhin. Und wir sind aber immer noch in der Vorstellungsphase. Wir sind noch nicht mal einen Schritt weitergekommen irgendwie und haben schon 2 von 3 Rückschlägen. Wenn es dumm läuft, bekommen wir keine Berufspolizei. So. Nee, da müssen wir gerade nichts... Ah, wobei ein bisschen Prestige... Aber bekommen wir eigentlich auch kein großes Prestige. Britisch-Indien? Britisch-Indien mit Russland ist im Krieg gegen Großbritannien. Oha! Aha. Um was geht's in dem Krieg? Die wollen einfach nur Reparationszahlungen haben? Hä? Komisch. Eine Tuchfabrik fehlt mir noch, ne? Die habe ich noch gar nicht. Aber meine Universität könnte ich mal noch nutzen. Lotti! Dankeschön für den Raid! Herzlich willkommen! Wir stärken dieses Mal die Intellektuellen. Herzlich willkommen, liebe Lotti und liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei Crusader Kings 3.
Genau, perfekt. Platonius hat auch gleich mal einen Shoutout gegeben. Liebe Zuschauer, schaut gerne mal bei der lieben Lotti vorbei. Eine ganz tolle Streamerin. Hat heute Crusader Kings 3 gestreamt. Das heißt, ich habe es auch geschafft, mal wieder in meiner Mission, dass mehr StreamerInnen Strategiespiele spielen, dass eine weitere konvertiert wurde zu Strategiespielen. Deswegen, bei Lotti werdet ihr auch das ein oder andere Mal schöne Strategiespiele finden können. Also lohnt sich auf jeden Fall mal bei ihr reinzuschauen. Neben Strategiespielen gibt es auch tolles Pen and Paper, das sie als Spielleiterin tatsächlich macht. Und da war ich auch schon zu Gast, was super war. Und tolle Talkstreams zu ihrem eigenen, ja, Universum, könnte man sagen. Und man hört einfach gerne zu. Es ist einfach sympathisch. Schaut also gerne mal vorbei und lasst ein Follow da, Freunde. Ich wollte eigentlich dich raiden, aber es macht gerade so Spaß. Wir spielen hier in Südafrika, deswegen mache ich heute ein bisschen länger. Mit der Kapkolonie in Victoria 3. Das ist übrigens so das nächste Strategiespiel, was ich dir irgendwann dann mal ans Herz legen kann. Ist ein bisschen anders als Crusader Kings 3. Spielt halt im 19. Jahrhundert. So ein bisschen so die Industrialisierung, die Fabrikbesitzer und so weiter. Aber ja. So, was schreibst du? Wir hatten Spaß und ich ganz viel gute Hilfe. Ja, es ist gut, dass dein Chat dich unterstützt hat. Aber ich war ein wenig verloren ohne deine Anleitung. Oh. Ja, vielleicht schaffen wir das ja auch mal wieder, dass ich dann da wieder ein bisschen dich anleiten kann. Ich muss mich zuerst in einem zurechtfinden. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch noch so gedacht, als ich es gerade angesprochen hatte, dass es wahrscheinlich erstmal Sinn macht, dass du sicher in Crusader Kings 3 wirst, bevor wir uns mit dem nächsten großen, vielleicht auch komplexen Strategiespiel beschäftigen. Mir macht es sehr viel Spaß, Victoria 3, aber ja. Crusader Kings 3 ist auf jeden Fall einfacher reinzukommen. Bei Victoria 3 ist es sehr schön, du spielst wirklich ein Land und nicht einen Herrscher. Das heißt, du machst wirklich Gesetze. Wir haben jetzt zum Beispiel die Glaubensfreiheit erlassen. Vorher hatten wir die Staatsreligion. Das heißt, man darf jetzt glauben, was man möchte bei uns. Wir wollen auch noch den Multikulturalismus. Oh, 15% Chance. Das wäre natürlich super. Wir versuchen aktuell von der örtlichen Polizeidienststelle zu einer Berufspolizei zu wechseln bei unseren Gesetzen. Ja, und haben noch einiges vor, um in die Zukunft zu kommen. Wir haben gerade einen Gouverneur hier, Peter Kruger. Und eine Regierung aus Industriellen und Intellektuellen. Die ist aber nur knapp legitim, das wird gefährlich. Genau, was ist noch wichtig? Wir haben ein Kolonialamt, ein Bildungsamt, ein Gesetzeshüteramt, sage ich mal, und ein Gesundheitssystem haben wir schon eingeführt. Wir bauen in unserem Südafrika, in unserer Kapkolonie, die Gebäude immer weiter aus. Aktuell bauen wir eine Eisenbahn im Nordkap. Denn da haben wir das Problem, dass unsere Infrastruktur nicht ausreicht. Deswegen wird das mal wichtig werden. Genau. Wir könnten auch vielleicht den Bausektor sogar fast nochmal ausbauen. Dass wir etwas schneller vorankommen. Uns fehlt hier irgendwas. Warenzufuhr, Knappheit bei der Möbelfabrik. Was ist denn da los? Hartholz. Da habe ich aber eine Idee. Da könnten wir doch unsere eigene Holzproduktion auf Hartholz noch umändern. Ja. Das lohnt sich. Dann müssten wir das Problem mal besser in den Griff bekommen. Hoffe ich mal. Mit der Möbelfabrik. Ja, mit dem Hartholz. Sieht gut aus. Ich wollte, glaube ich, jetzt noch einen Bausektor hier bauen, richtig? Das Problem ist, ich habe nicht mehr so viel, Wobei doch in der Kapkolonie habe ich tatsächlich noch die meisten Arbeitskräfte. Dann macht es auch Sinn, dass wir dann in der Kapkolonie noch einen Bausektor bauen. Aber vielleicht baue ich erstmal noch die Eisenbahn fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hattet ihr dann als Wikinger eigentlich in Crusader Kings 3 gespielt? Ich habe jetzt nur kurz immer so ein bisschen reingeschaut und gar nicht so genau darauf achten können. Ihr habt in Skandinavien gespielt, oder? Als Wikinger? Ist auf jeden Fall auch was, was man eher auch noch als Einsteiger machen kann. Also entweder man spielt so in Crusader Kings 3 so als klassischer Lord irgendwie in Europa oder eben als Wikinger. Das sind noch so die Möglichkeiten. Bei Wikingern gibt es halt diese Raubzüge als besondere Systematik, aber da kann man auch reinkommen. So, die Soldaten beschweren sich über die schlechte Versorgung, das schlechte Essen. Aber die sind so glücklich, die können erstmal mit schlechtem Essen zurückkommen. Wir sind kurz davor, die Berufspolizei zu beschließen. Und
Und jetzt haben wir nochmal leider ein negatives Event. Yes, wir haben als Schildmaid unsere Wikinger-Fähigkeiten geübt. Sehr gut, Lotti, sehr gut. Das bietet natürlich auch als so Schildmaid sehr viel Roleplay-Potenzial. So, Hinterzimmergeschäfte sind leider allzu üblich. Die Finanzierung dieses Vorhabens, Verträge für Freunde von Freunden, ein Sonderberatungsausschuss für die nächste Unternehmung. Finde ich, hört sich sehr cool an. Verträge für Freunde von Freunden. Ich denke, wir wählen das untere, weil da haben wir die Chance nur für 20%, dass die Erlasschance sinkt. Daumen drücken. Ach, Glück gehabt. Wir haben immer noch eine Chance von 29%, dass beim nächsten Mal die Berufspolizei beschlossen wird als Gesetz. Dann haben wir eigentlich, würde ich behaupten, offiziell die Grundbesitzer entmachtet. Die sind zwar immer noch die stärkste Gruppierung, aber sie sollten danach deutlich schwächer werden. Und die Industriellen sind die stärksten und dann kommen die Intellektuellen, deswegen bilden sie auch die Regierung jetzt bei uns. Wir könnten einen zweiten Agitator zu uns einladen. Also einen Mann, der bei uns sich für Reformen einsetzt. Aber die Reformen, die alle wollen, sind leider rückständig. Die sind alle konservativ. Die brauchen wir nicht. Wir wollen freiheitliche und innovative Reformen haben. Die Nationalgarde, das wäre doch noch was. Wobei wir kämpfen aktuell nicht. Das brauchen wir mal irgendwann. Aber Prioritäten sind noch anders. Platonisch schreibt, Wikinger sind auch mein Lieblingsstaat. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Unser Marktzugriff ist insgesamt wieder gering, aber das liegt wahrscheinlich an den Briten, da können wir nichts für. Euch noch ganz viel Spaß und gute Nacht. Ich wünsche dir auch gute Nacht, Lotti. Und bis bald. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, Leute. Coreborn, Nations of the Ultra Core und unsere Roleplay-Stadt. Das wird richtig mega cool werden. Lotti und ich gemeinsam, die das organisieren als Lord und Lady in Coreborn. Ab dem 18. Juli und ihr könnt euch bis 15. Juli dafür bewerben. Bewerben, Querstrich anmelden. Wir haben auch schon einen Command dazu mit Ausrufezeichen Coreborn. Dann kommt ihr zu meinem Video, da erkläre ich euch alles. Und ich habe, als Lotti mich daran erinnert hat, daran gedacht, ich habe in meiner Twitch-Info-Panel-Box auch ein Infopanel gemacht zu Coreborn. Eine fraktionierte Destillation. Das bedeutet... ja, nee, das machen wir nicht. Es wird kein Alkohol produziert, denn wir brauchen Lebensmittel. Es ist wichtiger, dass alle was zu essen haben und nicht, dass es Alkohol gibt. Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mache ich auch morgen. Schau an, Lotti, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach das. Dann schlaf gut und ja, wir sehen uns die nächsten Tage. Das Gesetz Berufspolizei war in sämtlichen Kaffeehäusern aller Munde. Ja, die Kaffeehäuser, wer kennt sie nicht in Südafrika? Da wird halt sowas diskutiert. So. Hier bekommen die Intellektuellen mehr Macht, das finde ich gut. Hier. Ja, hier ist es so eine 50-50-Sache, was passiert. Deswegen würde ich sagen, schützen wir Jean de la Rey von der Racheaktion. Das erhöht nochmal unsere Chance auf 34%. Hallo, Petit Paul, ich grüße dich. Was, keine Limo? Ich bin entsetzt. Es gibt reinstes, klares Wasser. Ah, schön. So, der zusätzliche Bausektor kostet dann doch nochmal ordentlich Geld, glaube ich. Ja, wir bauen einfach noch ein paar Eisenminen und dann noch ein paar Holzfäller. Unser Stadtzentrum macht uns Probleme. Oh, ich habe jetzt hier Holzfällerlager auf Maximum schon ausgebaut. Kolonisierung von Zululand wurde abgeschlossen. Wieso funktioniert eigentlich mein Stadtzentrum so schlecht? Gaslaternen. Öffentliche Straßenbahnen. Das würde ich mal gerne in jedem Stadtzentrum bauen. Überall Marktplätze, überall Gaslaternen und überall öffentliche Straßenbahnen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt. Ja, ist eher teuer. Anstatt die Staatskirche könnten wir aber auch noch die Freikirche nutzen. Das machen wir mal.
könnten bei der Universität noch den säkularen Akademiker nutzen. Wie teuer ist eigentlich die Universität? Wie viel kostet die... Warte mal, Subventionen? Ich subventioniere die Eisenbahn. Muss das sein? Das ist ziemlich teuer. Das lasse ich mal lieber sein. Die Eisenbahn hat aber gar keine Rücklagen. Die läuft überhaupt nicht gut. Wir gehen mal auf den Holzpassagierwagen. Bei der Eisenbahn. Landesbetrieb. Verdammt, ich wollte doch noch irgendwas anderes schauen. Jetzt haben wir schon wieder Hinterzimmergeschäfte. Oh nein, die senken schon wieder unsere Erlasserfolgschance. Verdammt, wir hatten kein Glück mit der Berufspolizei. Ja, wie sollen wir... Oh, niedriger Marktzugriff. Nicht so toll. Wieso arbeitet denn bitte gerade keiner in den Goldfeldern? Hä? Hallo? Leute. Goldfelder! Arbeitet dort! Dringend! In dem Gebäude vom Typ Subsistenz-Obstgärten arbeiten Bauern. Aha. Subsistenz? Es gibt Subsistenz-Obstgärten. Leider kann ich das nicht schließen. Kann ich denn... Macht das denn Sinn, die Goldfelder zu subventionieren? Also, lohnt sich diese Subvention? Also, kriege ich das wieder rein dann? Weiß ich nicht so richtig, ob sich das lohnt, weil ich bekomme ja eigentlich Geld von dem Gold. Der Bürgervereinigung von Kapstadt. Die gebildete Klasse. Ha, sehr schön, die unterstützen uns. Sehr gut, das erhöht unsere Chance auf 37%, aber wir haben es wieder nicht geschafft. Lukas Donkic. Oder Luca S. Donkic. Danke. Danke? Wieso danke? Danke, dass du da bist. So, nämlich. Guten Abend. Wie lange machst du noch? Ich mache nicht mehr so lange. Vielleicht noch bis halb oder so. Mit unserer Kapkolonie. Wir haben hier schon schöne, eine schöne Industrie aufgebaut, würde ich sagen. Oder eine grundlegende Industrie, sagen wir mal so. Uns fehlen schon noch ein paar Sachen. Was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt die Subventionierung wieder streiche? Dann haben wir doch die Arbeiter dorthin gelockt. Ha, ich bin ein Genie. Hat funktioniert. Ich habe sie alle getäuscht. Ich habe sie alle getäuscht. So. Die Privaten bauen auch Werkzeugfabriken. Sind die denn immer noch so teuer, die Werkzeuge? Nö. Werkzeug haben wir eigentlich jetzt genug. Krass. Okay. So, Seide können wir ja nicht produzieren. Okay. Wir schauen mal kurz alles durch. Holz, ja. Sprengstoff. So, das wird doch jetzt mal Zeit, dass wir in der Kapkolonie Sprengstoff eine Fabrik bauen. Und, glaube ich, auch mal eine Fabrik zu eine Schiffswerft. Russland hat kapituliert. Wir verfolgen gar nicht diese Kriege der Briten. Und vielleicht langsam auch mal eine Waffenfabrik tatsächlich. Das sind wirklich die Sachen, die immer teuer sind. Immer wenn die Krieg führen, eine Munitionsfabrik. Wir wollen ja an den Kriegen Geld verdienen. Stahl, Kohle. Das heißt, dann brauchen wir in Zukunft noch ein bisschen mehr Kohle. Wie sieht's mit Eisen aus? Eisen ist gerade minus 84. Richtig günstig, das Eisen. Aber Holz könnten wir noch mehr gebrauchen, tatsächlich. Da erreichen wir schon das Maximum. Da erreichen wir das Maximum. Da erreichen wir das Maximum. Bleibt noch die Kapkolonie dann für das Holz. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich würde sagen, den Industriellen gebührt die Ehre. Schon wieder ein aufgeflogenes Hinterzimmergeschäft. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ah, minus 10%. Schwächt leider wieder unsere Bürokratie. So, im Stahlwerk gibt es mal wieder ein paar Probleme. Da haben wir sehr wenige Arbeitskräfte. Ich mache mal denselben Trick wie bei der Goldmine. Aber ich glaube, uns fehlen jetzt wirklich schon Arbeitskräfte. Warte mal, dann könnten wir doch hier mal den Wasserrohrkessel nutzen. Ja, den nutze ich mal.
Wenn wir jetzt wirklich teilweise schon Arbeitskräfte haben, die uns fehlen. Bei der Kohlemine auch. Eisenbahntransport, der ist aber teuer. Ah, das lassen wir erstmal kurz. So beim Stahl. Vor allem, die haben doch die Rücklagen. Und Stahl lohnt sich doch auch zu produzieren in unserem Stahlwerk. An der Stelle übrigens nochmal der Hinweis, den nächsten Livestream gibt es am Donnerstagabend. 19 Uhr mit Empire Total War, da machen wir mit Sachsen weiter. Und am Freitag Dune Spice Wars. So, wir haben die Berufspolizei. Es wurde auch endlich Zeit. Die Frage ist, was wollen wir als nächstes? Öffentliche Schulen wären wichtig, ja. Kulturelle Ausgrenzung ist noch wichtiger. Das machen wir, glaube ich, jetzt als nächstes. Oh, Wahlen wären auch mal wichtig. Oh, die Technokratie. Wir könnten die Technokratie machen. Gibt es überhaupt irgendeinen Vorteil bei der Technokratie? Also, die Technokratie will ich auch noch machen, aber nicht jetzt. Versammlungsfreiheit will ich auch machen. Eigentumsrecht für Frauen will ich auch machen. Keine Migrationskontrolle will ich auch machen. Machen wir erst keine Migrationskontrolle? Nee, wir machen erst kulturelle Ausgrenzung. Und danach keine Migrationskontrolle. Das ist, glaube ich, ein guter und richtiger Weg so rum. Werkzeugfabrik und Weizenfelder werden weiterhin gebaut. Unser Geld durch Gold ist echt stark geworden. Wir kolonisieren hier gerade noch weiter. Ja, Grenzen öffnen wäre super. Aber weißt du, wieso ich jetzt erst die kulturelle Ausgrenzung hole? Dann diskriminieren wir ja noch weniger Leute. Das heißt, noch mehr wollen zu uns kommen. Das heißt, ich mache jetzt erst das. Und dann mache ich die, dann will ich die Grenzen öffnen. Schon wieder Klausel-Flausel. Ich glaube, die Industriellen sind eh super glücklich. Genau, die muss ich nicht unterstützen. Wir werden mal die Gewerkschaften ein bisschen unterstützen. Vielleicht können wir irgendwann auch noch die Proportionalsteuer bekommen. Aber ich stelle mir das mega witzig vor, wenn wir hier wirklich eine Technokratie hinbekommen, dass so die schwarzen Herren. Kennt ihr, wer von euch kennt Momo? Die Kinderserie. Gibt es auch ein Buch dazu, glaube ich. Und ich stelle mir, nicht die schwarzen, entschuldigt, die grauen Herren. Ich stelle mir so die grauen Herren als unsere Regierung vor. Die Interessensgruppen anzupinnen, ja, das mache ich irgendwie immer nicht. Ein neuer Agitator erscheint, der kein Kolonialamt möchte. Nee. Wie, keine Leute diskriminieren? Klauen die denn dann auch die Zeit? Ja, die sagen natürlich alle, es muss immer durchgängig gearbeitet werden. Oh nein, jetzt haben wir eine inakzeptable Regierung, ganz knapp. Ohne die Intellektuellen wäre sie tatsächlich akzeptabler. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir brauchen die Intellektuellen gerade noch. Ja, für die Rassentrennung. Dass die wegkommt. Und für die... Ja, nee, hier brauchen wir sie nicht. Keine Migrationskontrolle wäre die Industrie dann dafür. Naja, gut. Gezogene Rohre. Schon wieder eine Klausel. So, Grundbesitzer könnten Zustimmung bekommen oder Kleinbürger. Ja, ist doch besser wie dieser Johannes. Finde ich gut so. Hat sich jetzt die Chance erhöht oder verringert? War das nicht gerade höher? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich schaue übrigens, ich vergesse immer in die Journaleinträge mal zu gucken. Ah, die Metropolitan Police, das werden wir glaube ich nicht schaffen, oder? Ne, wir haben einfach zu wenig Bürokratie. British Indien hat kapituliert. Weiterhin eine Marionette, ja. Welch Wunder. Wir steigen aber auch irgendwie nicht auf, ne?
Also wir bräuchten viel mehr Prestige, um aufzusteigen. Verlegenheitsverbündete. 1% der englischen Bevölkerung wird loyaler. Oder ich könnte jetzt meine Regierung wieder etwas legitimer machen, wahrscheinlich. Ah, die ist aber auch wieder legitimer geworden. Und die Intellektuellen könnte ich stärken. Aber mehr Loyalisten finde ich gut. Ja, es waren ein paar tausend mehr. Ja klar, man könnte, wenn man Prestige wollte, Flotten bauen und Armee. Ist mir jetzt noch nicht so wichtig, dass ich es jetzt schon machen möchte. Dafür brauche ich, will ich erst noch in der Wirtschaft stärker werden. Hier gibt es einen Aristokratenaufstand. Realismus ist freigeschaltet worden. Schauen wir mal kurz unsere Kunsthochschule an. Das Stahlwerk läuft katastrophal. Ich werde es nicht mehr subventionieren. Das muss von alleine laufen. Keine Lust dafür, Geld zu zahlen, dass es nicht läuft. Und die da Misswirtschaft machen. So. Das wird alles noch gebaut in Zukunft. Warte mal, ein Krieg mit Orissa? Einen Moment. Orissa? Nee, Orissa ist in Indien. Oh, jetzt dachte ich schon kurz, das wäre irgendwie Orandi oder so. Und wir hätten den Krieg bei uns. So, wir nutzen mal den Realismus und unabhängige Künstler in unserer einen Kunsthochschule, die wir haben. Und dann sind wir doch eigentlich schon gut für die Zukunft aufgestellt. Ich glaube, wir könnten noch Zitrushaine gebrauchen. Ja. Irgendwie läuft die Arbeit nicht so gut in den Weizenfeldern. Die Produktivität ist eher nicht so toll. Kohle fehlt. Oh ja. Oh, und wie Kohle fehlt. Aber keiner hat mal wieder Kohle. Aber wir können ja noch ein bisschen die Kohle ausbauen. Dann pushe ich doch mal ein bisschen noch die Kohle. Sprache im Klassenzimmer. Das ist dieses Thema mit der Diskriminierung natürlich. Aber ich bin immer noch stolz darauf. Wir haben mehr Loyalisten gerade als Radikale. Es ist aber knapp. So, Knochenporzellan. Und wir sollten auch mal noch eine Papierfabrik bauen. Oh, Backpulver ist auch wichtig. Und ein Motorenwerk. Und theoretisch auch mal irgendwann eine Tuchfabrik. Hier. Unsere Lebensmittelfabrik läuft schon gut, aber läuft mit Backpulver noch besser. Perfekt. Also wir produzieren sehr viele Lebensmittel. Kann ich schon Sprengungen? Ne, Dynamit erforsche ich gerade. Dynamit erforsche ich gerade noch. Oder meinst du was anderes? Den verbesserten Dünger werde ich dann mal noch erforschen. Die Schichtarbeit. Genau, ohne Backpulver können wir keine Backpfeifen verteilen. Das ist richtig. Erstmal muss man Essen haben, dass man, wenn man kämpfen möchte. So, den Rest sehe ich gerade noch nicht als so wichtig an. Triventilmotor, den Stahlbeton könnten wir noch. Und Siemens-Martin-Verfahren auf jeden Fall. So, forschen wir mal da ein bisschen was. Dann auf jeden Fall die Zivilisierungsmission. Ja, ich weiß schon. Aber aktuell haben wir noch nicht so das Problem, Saltaria. Mit Japan wieder im Krieg. Da kann ich gleich nochmal gucken, Terminator. Also Zivilisierungsmission. Hier fehlt sogar noch sowas wie Zentralbanken. Oh Gott. Und Postersparnisse. Und irgendwann müssen wir auch mal militärisch hinterherkommen. Und die Hinterlader erforschen, falls wir doch mal irgendwie mal einen Krieg gegen die Briten führen wollen. Irgendwie sehe ich dabei in den nächsten 20 Jahren noch gar keine Chance darauf.
So, kulturelle Ausgrenzung. Sollen sie zanken? Kleine Siege für die Kirche, ja. Da können wir wieder einen kleinen Bonus bekommen, wieso nicht? Wir sind kurz davor, die kulturelle Ausgrenzung zu bekommen. Sehr schön. Deine Goldminen zu pushen ist schon gut. Ja, die habe ich auch gepusht. Ja, das lohnt sich nicht. Oh ja, wir könnten noch mehr Kohle produzieren durch Nitroglycerin. Das war noch eine gute Idee. Ja, das war noch eine sehr gute Idee. Ausgezeichnet. Aber diese Bananenplantagen, die der private Bausektor immer baut, die lohnen sich irgendwie nicht so richtig in der Produktivität. Schon wieder dieses Thema Sprache im Klassenzimmer. Kannst du Goldminen bauen? Ich glaube noch nicht. Nee. Dafür müssen die Goldfelder erst erschöpft werden, dass man dann Goldminen bauen kann. So, wenn wir jetzt diese Fabriken bauen, die ich alle mal in Auftrag gegeben habe. Ah, wir haben die kulturelle Ausgrenzung, sehr schön. Da müssten wir, glaube ich, in Zukunft von allem etwas haben. Das heißt, wir können vielleicht irgendwann sogar unseren eigenen Markt machen. Wobei uns wird dann, glaube ich, trotzdem sehr viel fehlen. So, gesetzestechnisch machen wir jetzt keine Migrationskontrolle. Regierung ist immer noch legitim, das passt. Ja, ja, klar, wenn ich an Goldminen bauen kann, ist das auch noch stark. Ich stimme zu. I agree. Oh, das dauert 4000 Tage. Ist das wegen... Wahrscheinlich gibt es hier auch Malaria, oder? Schwere Malaria sogar, ja. Aber hier gibt es doch, glaube ich, langfristig auch noch Kohle auf jeden Fall. Goldfelder sind jetzt in Transvaal. Ja, und die Kolonisierung hier kriegen wir auch noch hin. 4000 dauert halt lang, aber gut. Pflanzt der Graswurzeln. Oh, das erhöht die Erlasserfolgschance. Gerne. Transvaal ist auch Kohle, aber ich kann ja keinen Krieg führen. Ich kann ja keinen Krieg führen, deswegen. Was ist denn mit meiner Bürokratie los? Wieso sind die jetzt gerade so, richtig nach hinten geschossen? Hä? Verstehe ich nicht. Dann müssen wir was dagegen machen. Irgendein Krieg Bemba. So. Eine unflätige Flut. Wegen dieser Migrationskontrolle. Alexander Griefe wird kriegsneurotisch. Protestbewegungsradikalität sinkt. Das wollen wir ja nicht, oder? Er wird alkoholsüchtig. Könnte auch beliebt werden. Dann würden aber die Industriellen an Stärke verlieren, was auch nicht so toll ist. Ja, wobei ein bisschen an Stärke könnten sie verlieren. Ah, nee, jetzt bin ich nämlich genau bei 49, verdammt. Wobei, ich brauche jetzt die Intellektuellen eigentlich erstmal nicht mehr, oder? Ich könnte jetzt natürlich auch eine legitime Regierung mit den Streitkräften wieder bilden. Machen wir das mal so. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Wieso sind jetzt die Kleinbürger denn so gegen uns? Hä? Ach verdammt, die Kleinbürger hassen uns jetzt. Minus 16, die werden gleich eine Revolution wahrscheinlich machen. Weil die wollen die Migrationskontrolle bewahren. Ja, jetzt läuft ein bisschen was aus dem Ruder. Aber ansonsten stehen wir schon echt stabil da als Kapkolonie. Und sind wieder auf dem Weg nach ganz oben. Es ist eigentlich mal schön, dass man nicht jetzt einfach mal fast 30 Jahre dann keinen Krieg führt. Einfach sich mal auf seine eigene Industrie konzentriert. Das ist eigentlich auch echt spannend.
Die Briten haben hier kolonisiert, die Österreicher haben Bayern erobert, es gibt die Zweite Republik, die in Frankreich herrscht. Nee, ist sogar die Demokratische Republik. Nee, das geht alles nicht, HSV Masters. Man kann die nicht friedlich annektieren, das geht nicht, nee. Wie bei Preußen und bei Italien, das ist hier nicht möglich. Ja, in Japan gibt es wieder Krieg durch die Briten. Ha, die Briten erobern Kyushu einfach mal. Die Briten erobern einfach mal einen Teil von Japan, klar. Alles, was so kommt. Platonius, ich spiele doch auch immer, also zu 90% immer, eine Mittel- oder eine Kleinmacht. Aber du meinst jetzt in den Multiplayer-Runden. Da spiele ich vielleicht mal, aber da, selbst da habe ich ja mal eher Italien, das ist ja auch eher eine kleinere Macht zu Beginn. Also ich bin ja auch nicht der Fan, große Nationen zu spielen. Und ich bin ja auch durchaus dafür bekannt, dass ich eher kleine Nationen spiele und dann da groß werden möchte. So, Freunde, ich glaube, wir sind zum Ende dieses Streams für heute mal gekommen. Es hat mir mal wieder mega viel Spaß gemacht. Wir werden diesen Spielstand, denke ich, nächste Woche fortsetzen. Nicht am Montag, weil normalerweise streame ich am Montag nicht, aber an einem anderen Wochentag nächste Woche. Donnerstag gibt es den nächsten Livestream ab 19 Uhr mit Empire Total War. Da spielen wir mit den Sachsen weiter. Mit unserer speziellen, ich sag mal, Mod, dass man alle kleinen Nationen in Empire Total War spielen kann. Am Freitag gibt es Dune Spice Wars. Und wenn ihr jetzt nicht genug von Victoria 3 bekommt, dann schaut doch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr Let's Plays von, mit Japan, mit Franken und so weiter. Und Tutorials, alles, was das Herz begehrt. Genau. Schaut da gerne mal rein. Wir machen jetzt noch einen Raid. Ich schau mal, wo wir gleich hin raiden werden. Montag streame ich ja normal nicht. Mal gucken, ob da wer so am Start ist. So. Oh, ich habe eine Idee, wo wir hin raiden können. Schaue ich noch mal kurz was anderes nach. Ob auch noch jemand... Na, wisst ihr was? Ich schicke euch mal zu Crusader Kings 3. Crusader Kings 3 ist, glaube ich, eine gute Idee. Auch ein Paradox-Spiel. Ich glaube, viele von euch mögen auch Crusader Kings 3, genauso wie ich. Ich will unbedingt auch mal wieder mit der Game of Thrones Mod Crusader Kings 3 spielen. Muss ich mal schauen, wann und wie und was. Ich schicke euch jetzt zu Crusader Kings 3 zum Kanal von Lalena. Da ist aber gerade eine Urlaubsvertretung, die aber auch sehr cool ist und sehr sympathisch. Die gute Mitemi, da hatte ich heute vor meinem Stream schon mal reingeschaut. Die wird sich bestimmt freuen, wenn wir sie jetzt überraschen. Deswegen werden wir da jetzt einfach mal alle gemeinsam hinraiden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr alle nochmal mitkommt. Einfach alle ein Ave im Chat da lasst. Und dann schauen wir da nochmal hin, was die da gerade in Crusader Kings 3 so Schönes machen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend, eine gute Nacht. Noch eine schöne Restwoche, die jetzt ja erst begonnen hat. Wir sehen uns Donnerstagabend wieder und ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt hier, dann freue ich mich natürlich noch, wenn ihr einen Follow da lasst. Ja, ansonsten schaut gerne auf meinem Discord mal vorbei. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, im Victoria 3 im Multiplayer zu spielen, mit anderen zusammen, auch mit mir öfters mal. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Valete, euer Gaius Julius Caesar. Und jetzt auf zum Kanal von Lalena, wo die Urlaubsvertretung Maitemi unterwegs ist. Scheiße. Oh Gott. Hallo! Hallo Gaius Julius Caesar, vielen lieben Dank für deinen Raid. Ich freue mich. Schön, dass ihr reinschaut. Hallo. Habt ihr auch CK3 gespielt? Nein, ihr habt Victoria gespielt. Wie war's? Erzählt. Hallo ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr die Lalena kennt oder ob ihr mich kennt. Deswegen mache ich es kurz. Die liebe Lalena ist heute nicht da.
Die Lalena ist eine wundervolle Streamerin, die auch immer mal wieder CK3 spielt. Aktuell spielt sie aber mehr Diablo und ich glaube, sie spielt auch noch Star Wars. Nicht Fallen Order, aber diesen anderen Star Wars Teil. Und die Lalena ist gerade im Urlaub und ich mache für die liebe Lalena die Urlaubsvertretung. Und deswegen spielen wir heute CK3 und morgen auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich mit dabei seid. Aktuell sieht es nicht so gut für uns aus. Ja, wir haben uns in unserem Königreich schon ein bisschen vergrößert, aber wir verlieren sehr viele Schlachten. Also, wir sind sehr ehrgeizig, aber wir sind anscheinend nicht so talentiert, wie wir es gerne wären. Wir sind also so gesagt,